Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Kollegen. Herzlich willkommen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr, auch wenn das Jahr schon gar nicht mehr so neu ist, wie ich zumindest fühle. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder hier sind bei unserer Ringvorlesung. Wir müssen reden über Ethik in der digitalen Welt. Auch heute widmet sich unser Referent wieder einem Thema, in dem es darum geht, wie beeinflusst die Digitalisierung unsere Gesellschaft und unsere Zukunft. Stellen Sie sich vor, es wird plötzlich dunkel. Fernseher geht aus, Herd geht nicht mehr an, Stromausfall. Passiert ab und zu, wir sind daran gewöhnt, dass in der Regel so nach 10, 15 Minuten funktioniert wieder alles. Was passiert aber, wenn der Strom nicht zurückkommt? Wenn das einen Tag geht oder zwei Tage? Im Winter? Die Heizung funktioniert nicht mehr. Irgendwann hat man kein Frischwasser mehr, weil auch die Pumpen ausfallen. Und das ist etwas, das passiert im Roman Blackout von Mark Ellsberg. Dort fällt der Strom aus, und zwar nicht nur regional, sondern in ganz Europa. Hacker haben einen Cyberangriff gestartet und haben die digitale Infrastruktur von Kraftwerken und andere zentrale Infrastrukturen angegriffen mit einer Cyberattacke und legen die gesamte Gesellschaft lahm. In dem Roman dauert es nämlich nicht lange, bis die Gesellschaft wirklich aus den Fugen gerät, bis Plünderer in Supermärkte stürmen, sich Wasser und schnell verfügbare Lebensmittel unter die Nägel reißen, das Recht des Stärkeren gilt. Bauern müssen ihre Kühe notschlachten, weil sie sie nicht mehr melken können ohne Melkmaschinen, weil man von Hand eben 200-300 Kühe eben nicht in einem angemessenen Zeitraum versorgen kann. All diese Dinge passieren und zeigen, wie verletzlich auch digitale Infrastrukturen sind, denn alles ist miteinander vernetzt. Und mit digitalen Angriffen, beziehungsweise vielmehr mit der Abwehr, kennt sich Dirk Backofen aus. Und Dirk Backofen leitet nämlich die Telekom Security seit 2006. Er ist Diplom-Ingenieur für Informationstechnik und ist seit 1991 bei der Telekom und wird heute mit uns darüber sprechen und uns darüber informieren, was ist denn eigentlich eine Cyberattacke, was ist der Stand der Cyberbedrohung, wie wehrt man Cyberbedrohung ab und diskutiert dann anschließend mit Ihnen und beantwortet Ihre Fragen. Herr Backofen, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ich wünsche Ihnen einen informativen und unterhaltsamen Abend. Ja, sehr geehrte Frau Dobosolske, sehr geehrter Hartmut, der Rektor ist ja heute selbst auch da, der Professor Dr. Ine von der Hochschule Rhein-Sieg. Und ich freue mich, dass Sie mich alle eingeladen haben, hierher zu kommen, heute mal ein bisschen was unter dem Aspekt Ethik und Verantwortung zum Thema digitale Ethik und digitale Verantwortung unter dem Aspekt Cybersecurity zu erzählen. Denn das, was wir gerade gehört haben zum Thema Blackout, der eine oder andere weiß das vielleicht, ist nicht in dem Buch nur einfach eine Fantasie gewesen. Es hat stattgefunden im Jahr 2015. Dann will ich kurz beginnen, um das kurz gleich abzuschließen. In der Ukraine ist ein Kraftwerk gehackt worden. 80.000 Menschen waren ohne Strom. Das Schlimme war aber, dass das Kraftwerk 3 Tage nicht wieder in Betrieb gegangen ist. Woran hat das gelegen? Nicht das Problem war der Ausfall des Kraftwerks, sondern die Hacker hatten den Schalter, den digitalen Schalter zum Wiedereinschalten des Kraftwerks weggehackt. Der war in der Software gar nicht mehr da. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie heute im Endeffekt in Ihrem digitalen System gewohnt sind, irgendwo drauf zu drücken, da geht's an, da geht's aus und diesen Schalter gibt es nicht mehr. Da können Sie nicht einfach einen Stecker raus und reinziehen bei einem Kraftwerk und sagen, okay, ich schalte das Kraftwerk ein. Realität gewesen in der Ukraine 2015. Und ganz ehrlich, das waren nur die Vorboten von vielem anderen, was wir heute uns jetzt gleich noch gemeinsam anschauen wollen, was in Summe noch viel kritischer ist, noch viel, viel schwieriger im Endeffekt zu managen. Ich bin heute hierher gekommen in einer quasi Doppelrolle. Am Anfang möchte ich in meinem Vortrag so ein bisschen eigentlich aus meinem Nähkästchen erzählen, aus der Beschäftigung bei der Deutschen Telekom, dort wo ich die gesamte Business Unit Telekom Security weltweit leite, mit 1600 Mitarbeitern, mit der wir uns schützen als Telekom und damit auch alle, die hier hoffentlich viele Telekom-Kunden sind, aber auch viele alle unserer externen Kunden, die heute gar nicht eigentlich bei der Telekom selber Leitungsgeschäfte etc. haben, wo wir deren Kunden schützen. In Summe sind wir schon verantwortlich jetzt weltweit in dieser Business Unit mit 1600 Leuten für 1,2 Milliarden Kunden unserer Kunden. Dafür betreiben wir Cybersecurity hier in Bonn.
Jetzt zähle ich mal, sorry Hartmut, an der Stelle das Thema Dank Augustin so ein bisschen mit zum Großraum Bonn dazu. Das heißt, wir in der Region hier haben am Ende des Tages ein riesengroßes Asset, wir haben riesengroße Technologie und viele kennen das gar nicht. Ich habe heute einige Filme mitgebracht, werde das auch zeigen, weil viele werden nicht wissen, dass wir Europas größtes integriertes Cyber Defense and Security Operations Center hier in Bonn haben. Viele werden das auch zum Glück nicht finden, weil wir da gar kein Schild dran hängen, weil wir wollen ja gar nicht so sehr viele Leute einladen. Aber ich zeige Ihnen heute mal hier an der Stelle ein kleines bisschen einen Einblick, wie wir in dieses Thema, wie wir in diesem Thema vorgehen und was wir da im Endeffekt so alles treiben und warum das so wichtig ist, das entsprechend so zu machen. Das ist ein bisschen so der Inhalt im ersten Teil. Und wenn wir da noch Zeit haben, kann ich dann noch mal ein bisschen drüber reden, wie wir das quasi eigentlich auch im Prinzip verstanden haben, nicht bloß aus dieser Cyberbedrohungslage heraus, diese Situation zu nutzen, im Endeffekt als ein Unternehmen, sondern dass wir quasi auch dieses ganze Zusammenspiel aller Beteiligten im Bereich der privaten Unternehmen, im Bereich der Wissenschaft, also die Hochschulen, Hochschule Rhein-Sieg, das Thema Universität Bonn, Fraunhofer, die wir alle hier am Standort haben, aber eben auch die Politik, wie wir das alles im Endeffekt zusammenkriegen. Und dafür haben wir das sogenannte Cybersecurity-Cluster gegründet. Und wenn wir da noch ein bisschen Zeit haben, können wir da noch zwei, drei Worte drauf verlieren, um mal den Beteiligten hier vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, wie das Ganze in diesem Zusammenhang funktioniert und was wir uns da vorgenommen haben hier am Standort Bonn. Weil da kann jeder mitmachen, auch jeder, der heute hier dabei ist. Das ist ein bisschen das Programm für die nächste Stunde in etwa. Sorry erstmal, dass ich ein bisschen später bin, weil Digitalisierung ist was Feines. Nur es gibt ein paar Dinge, die sind noch nicht digitalisiert. Beam me up, Scotty, funktioniert noch nicht. Ich komme direkt jetzt gerade aus Dresden. Ich bin seit heute früh um 4 unterwegs, bin also heute früh nach Dresden geflogen. Und die Lufthansa hat es also nicht geschafft, an der Stelle digital pünktlich mich von Dresden wieder über Frankfurt zurückzubringen. Und von der Seite aus war das jetzt im Endeffekt die kleine Verzögerung, die wir jetzt erleben mussten. Und dafür Entschuldigung und danke, dass Sie so viel Geduld hatten. Dafür wollen wir jetzt mit der Vorrede aufhören, steigen ein. Und ich hoffe, es wird spannend, noch anfassbar. Wie gesagt, es ist auch einiges im Endeffekt an Filmen dabei, die ich entsprechend mit vorbereitet habe. Ich habe diesen Vortrag heute überschrieben, Cyberbedrohung wachsen exponentiell. Das beweise ich auch gleich, die Aussage. Wir kennen das ja, wie das Wissenschaft ist, einer macht eine These, du musst natürlich den Beweis antreten. Das kann ich auch, richtig mit guten Zahlen. Aber ich würde im Prinzip gerne vorweg nochmal zum Thema Digitalisierung so ein bisschen einen kleinen Einflieger machen, der in der Rolle wahrscheinlich im Prinzip allen erst nochmal so ein bisschen die Augen öffnet im Sinne von, wo wir eigentlich herkommen und wie eigentlich das Thema Digitalisierung aktuell verläuft. Weil dass die Digitalisierung stattfindet, ich glaube, da besteht kein Zweifel. Digitalisierung hat eine Menge Vorteile. Das heißt, ich kann im Endeffekt über den Zugriff von allen möglichen Maschinen auf im Endeffekt alle Geräte, die in irgendeiner Form elektrisch verbunden sind, also alle mit einer IP-Adresse ausgestattet, kann ich heute im Endeffekt unendlich viele Dinge viel einfacher, viel mehr remote machen. Ich muss nicht mehr selbst hingehen, kann man außer fliegen, funktioniert nicht so ganz voll digital, wie eben gelernt, und habe damit natürlich Zugriff auf all die ganzen Assets und habe eine Menge Möglichkeiten, Vorteile aus der Digitalisierung zu ziehen. Ich kann online bestellen, ich kann online Geschäftsprozesse steuern, ich kann mir online Informationen besorgen, alles wunderbar. Aber wenn ich das machen kann, im positiven Sinne für die Digitalisierung, muss ich natürlich dafür sorgen, dass im Endeffekt nicht die anderen, die Bösen, auch den Zugriff auf diese ganzen Daten kriegen. Weil wenn ich meine ganzen Daten in Datenbanken habe, meine Kundendaten etc. und die nicht schütze, ja, was passiert dann? Dann kommen die Hacker und die versuchen, diese Daten im Endeffekt zu stehlen. Die versuchen, diese Daten in irgendeiner Form zu manipulieren oder mir irgendwie anderweitig Schaden zuzufügen. Und genau das ist im Endeffekt im Prinzip genau die Welt, in der wir leben. Wir haben also wirklich eine Welt geschaffen, und da sind wir als Telekommunikationsfirma natürlich im Prinzip mit beteiligt, in der wir quasi eine Everything-Connectivity geschaffen haben. Alles ist vernetzt, alles und jedes. Und übrigens, man sieht das hier sehr schön bei den Zahlen auf der linken Seite, der Treiber für diese Vernetzung ist nicht, sind nicht die Menschen. Wir werden dieses Jahr auf diesem Planeten 7,8 Milliarden Menschen haben. Weil wir werden über 50 Milliarden vernetzte Geräte haben. Das heißt, der ganze Treiber der Digitalisierung ist das Thema Vernetzung der Maschinen. Alles und jedes wird miteinander erreichbar sein. Und wenn wir halt natürlich diese Art von Everything Connectivity entsprechend gebaut haben, dann haben wir jetzt auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, das Thema Everything Security logischerweise genauso ernst zu nehmen. Das ist das, um die Umgebung, die Welt, in der wir entsprechend leben und wo wir uns gemeinsam im Endeffekt etwas überlegen müssen, wie wir mit diesen Bedrohungen, und die sind wirklich leider real, umgehen müssen. Wenn wir uns im Endeffekt das einmal anschauen, dann muss ich hier konstatieren, dass Cyberattacken real sind. Viele sagen, ich sehe das doch gar nicht, ich erlebe das doch gar nicht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist Sparkassenkunde? Mal einfach bitte mal Handzeichen. Mal outen. Okay. Ihr dürftet im Endeffekt ein Problem gehabt haben, Dienstagabend und gestern früh, und seit heute Abend sind die ING-DiBa-Kunden auch noch mit beteiligt. Große Cyberattacke. Das Geld ist noch da, die sind bloß von außen lahmgelegt worden, du kannst kein Online-Banking mehr machen. Dein Geld ist noch da, keine Angst. Aber die sind am Ende des Tages lahmgelegt worden, du kommst als Kunde nicht mehr an deine Daten ran, an dein Geld.
Das passiert jeden Tag x-mal. Ich kann über diese Fälle sprechen, weil die sind leider schon in der Presse heute früh, sonst reden wir über solche Angriffsszenarien nicht von unseren Kunden. Und wir haben diesen Kunden helfen können. Witzigerweise waren die nämlich zu dem Zeitpunkt, wo die jetzt angegriffen wurden, am Dienstag nicht Kunde von uns. Seitdem haben wir jetzt im Endeffekt eine andere Situation, weil wir konnten denen helfen. Und diese Cyberattacken sind wirklich im Endeffekt in ihrem Wachstum extrem exponentiell. Und man sieht das hier im Endeffekt, 75% aller Firmen in Deutschland sind 2019 Opfer einer Cyberattacke geworden. Und zwar gesichert. Wenn man die es noch vermuten, die 13% mit dazu rechnet, ja, dann wissen wir, dass wir schon im Endeffekt irgendwie bei einer Größenordnung von ungefähr 88% sind, die an der Stelle im Endeffekt in Deutschland letztes Jahr als Unternehmen von diesen Cyberattacken betroffen sind. Dabei haben wir noch gar nicht die Implikationen zum Thema Privatkunden. Da wissen viele gar nicht, so angegriffen worden sind. Die wissen es noch gar nicht. Übrigens, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, dazu kommen wir dann auch gleich noch, und Sie schauen fern, schalten Ihren TV ein, Ihren Fernseher. Gute Unterhaltung, sage ich nur. Überlegen Sie mal, ob Sie nicht in dem Moment auch automatisch schon Teil eines Angriffsnetzes sind, weil Ihr Fernseher vielleicht längst schon infiziert ist und Sie wissen es gar nicht und mit dem Fernseher andere angreifen, wie zum Beispiel die Banken, was gestern passiert ist. Warum? Weil diese Fernsehgeräte gar keine Schutzsoftware haben, gar keine Möglichkeit, irgendwas zu installieren, dass man im Endeffekt sich gegen Cyberattacken überhaupt schützen kann. Die Hacker aber wissen, wie sie in das Betriebssystem ihres Samsung-Fernsehers reinkommen, ihres LG-Fernsehers und im Endeffekt diesen Fernseher zu hacken. Das ist das Ökosystem, die Welt, in der wir leider leben. Und wenn man diesen Schaden sich einmal anschaut, 100 Milliarden, das sind also Zahlen von der Bitkom, alleine für Deutschland, die ist ziemlich gesichert, die 200 Milliarden für Europa, glaube ich, sind mittlerweile fast schon größer, die 450 Milliarden weltweit wahrscheinlich auch schon weiter gewachsen. Das ist im Endeffekt der Schaden, den man schätzt, der durch Cyberattacken in einem Jahr entsteht. Die witzige Nummer dazu ist, dass man zu diesen 100 Milliarden Schaden in Deutschland geschätzt bei den Unternehmen im Endeffekt strafverfolgt bei den Landeskriminalämtern, beim Bundeskriminalamt nur ungefähr eine Größenordnung von ca. 60 Millionen. Das ist kein Schreibfehler, 100 Milliarden zu 60 Millionen. Woran liegt das? Viele wollen natürlich sich nicht outen, dass sie angegriffen worden sind und wollen natürlich nicht nochmal ein zweites Mal Opfer werden. Weil wir leider in Deutschland auch so eine Mentalität haben, wenn der eine im Endeffekt an der Stelle wirklich schon Opfer geworden ist, dann haut die Presse nochmal drauf und sagt, oh guck mal, die haben es aber schlecht gemacht, an der Stelle, die sind jetzt ein Opfer geworden. Anstatt wirklich beieinander zu stehen, sich gegenseitig zu helfen, tun wir sogar diejenigen, die schon Opfer geworden sind, nochmal weiter verteufeln. Das ist einer der Gründe, warum wir im Prinzip auch wirklich sagen, Cyberattacken sind Straftaten. Und die müssen wirklich verfolgt werden, also sprich angezeigt werden. Und das Gute ist, wir können diese Täter relativ schnell finden. Nur wir dürfen nicht zurückschlagen. Es gibt in Deutschland per Gesetz keine Möglichkeit für einen Strike Back. Das Einzige, wer das tun darf, sind im Endeffekt wirklich eben die entsprechenden Behörden, die quasi nach entsprechender offiziellen Vorgehen, nach entsprechender Ermittlung dann wirklich im Prinzip die entsprechende Urheberschaft feststellen. Dann darf eben im Endeffekt dürfen die Polizeien, BKA, LKA, BND, die dürfen im Endeffekt an der Stelle wirklich diese Täter dann auch entsprechend ausheben. Und dass wir dabei auch erfolgreich sind, wenn wir das richtig konzertiert machen, hat der ein oder andere vielleicht mal gehört. Vor ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, es war Anfang November letzten Jahres, ist hier gar nicht weit von uns entfernt in Rheinland-Pfalz ein großer Bunker ausgehoben worden. Im Darknet. Wenn viele sagen, was sind das Darknet? Wir reden über das Internet. Man muss sich vorstellen, das ist die Spitze des Eisbergs, die sehen wir. Aber die gesamte Verbindung, die im Endeffekt unterhalb dieser offiziellen Verbindung im Internet stattfindet, wo man quasi über entsprechende Browser-Technologien seine Identitäten, seine Identitäten verschleiern kann, seine Anonymität herstellen kann, das nennt man Darknet. Da kommuniziert man eigentlich genauso mit IP-Adressen, aber das ist nicht so ganz easygoing, da muss man schon ein paar Spielregeln berücksichtigen. Da muss man im Endeffekt diese Anonymität eben wirklich auch einhalten. Und genau in diesem Darknet wird ja alles Mögliche verkauft. Da werden Waffen verkauft, Drogen. Und eine dieser größten Kaufhäuser im Darknet war hier in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, in einem Weinberg, ein alter Bunker. So, das war eine der größten Aktionen gegen diese organisierte Kriminalität im Bereich Cyber, weil wir an der Stelle gemeinsam alle zusammengearbeitet haben. Da könnt ihr euch vorstellen, haben viele geholfen, Informationen zu sammeln. Zugeschlagen haben natürlich die entsprechende Exekutive, sprich die entsprechenden Polizeien, und haben dieses ganze Nest ausgehoben. Den Bunker gibt es nicht mehr. Den Strom dahin gibt es nicht mehr, die Leitung dahin gibt es nicht mehr. Und das sind im Prinzip erste Erfolge, wo wir auch sagen können, wir können das natürlich im Endeffekt auch wunderbar gemeinsam auch zelebrieren und dieses Thema Cyberattacken durchaus im Endeffekt auch bekämpfen. Jetzt werden Sie natürlich sich fragen und sagen, jetzt redet er davon, Cyberattacken sind im Endeffekt exponentiell wachsend. Was heißt denn das?
Und dazu, wenn jetzt normalerweise Firmen hier im Saal sitzen würden, und der Hartmut kennt das von unseren Sessions, wenn wir quasi auch offiziell unterwegs sind, dann haben wir in dem Zusammenhang im Prinzip immer gerne die Frage stellen die Unternehmen, ja, wie oft wird eigentlich Ihr Unternehmen angegriffen? Und dann können die meisten Unternehmen überhaupt diese Fragen nicht beantworten. Ich kann sie Ihnen aber beantworten für uns, für die Deutsche Telekom. Wir werden am Tag im Durchschnitt 42 Millionen Mal angegriffen. An einem Tag, innerhalb von 24 Stunden. Die Spitze war im Mai 60 Millionen Angriffe an einem Tag. Jetzt werden Sie sagen, wie kann der das so genau messen? Ganz simpel, wir betreiben im Endeffekt die Deutsche Telekom nicht nur einmal. Wir betreiben uns quasi, wenn Sie so wollen, weltweit eigentlich 3400 Mal. Das heißt, wir haben ein Netz gebaut von sogenannten Honeypots, das sind Fallen, in denen wir alle Arten von Techniken, von Rechenzentren, von Smartphones, PCs, von Routern, Switchen, alles, was Sie sich vorstellen können, was irgendwie eine IP-Adresse hat, alles emulieren im Namen der Telekom, im Namen unserer Kunden, manchmal im Namen von Fantasiefirmen und laden in gewisser Weise die Hacker auch so ein bisschen ein, so im Sinne von, hey, was macht denn ihr da so da draußen? Erster Vorteil, dass sie uns wirklich treffen als Telekom, ist dann bloß nur ein 3400stel, weil sie nämlich immer auf einer falschen Maschine unterwegs sind, die eigentlich bloß gefaked ist. Aber wir lernen von diesen Hackern. Warum? Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ein Hacker da draußen hingeht und schreibt eine Software und diese Software ist im Endeffekt dann quasi wie ein fertiges Programm mit Serviceanleitung und Bedienungshandbuch und so weiter, sondern die experimentieren mit Scrum Methodology. Das heißt, die fangen heute mal ein bisschen an, was auszuprobieren, morgen mal was auszuprobieren. Und wir verfolgen ganz genau, wie so eine Art Labyrinthsystem, was diese Hacker machen. Um daraus zu lernen, rauszufinden, zu antizipieren, was wollen denn die eigentlich? Und so können wir, schon lange bevor diese eigentliche Attacke dann irgendwann mal das Wirknetz trifft oder unsere Kunden trifft da draußen, können wir entsprechend daraus lernen und können unsere eigentlichen Wirknetzsysteme trainieren und verbessern und können diese neuen Angriffsmuster, die wir sehen, entsprechend da reinbringen. Und warum das exponentiell ist im Wachstum, sieht man, glaube ich, ganz deutlich. 2017, wo wir diese Art von Veröffentlichung begonnen haben, hatten wir noch 4 Millionen Attacken pro Tag. Jetzt sind es, wie gesagt, schon 42 Millionen im Durchschnitt. Und die Tendenz ist leider weiter steigend. Erschreckend, aber es ist die Realität. So, wenn wir im Prinzip das nochmal weiter verdichten und sagen, wir nehmen jetzt diese 42 Millionen Attacken am Tag, dann ist die gute Botschaft, dass ich mehr als 41,9 Millionen von diesen Attacken wegwerfen kann. Die kenne ich nämlich schon, diese Muster. Aber wir haben jeden Tag zwischen 3 und 8 Angriffsmuster, die wir noch nie gesehen haben. Zwischen 3 und 8 Angriffsmuster, die völlig neu sind. Die fischen wir vollautomatisch aus der Produktion raus, geben die in die Forensik. Forensik bedeutet quasi Analyse, Detailuntersuchung, was passiert da genau, bis hin zum Thema Threat Hunting, dass wir genau nachschauen, wo ist denn eigentlich der Angreifer, was macht denn der da eigentlich? Wir werden, wie gesagt, jeden Tag im Endeffekt von diesen Angriffen im Endeffekt bombardiert und wir lernen davon. Und bei diesem Beispiel auch zu dem Thema Threat Hunting, der eine oder andere wird sich erinnern, Ende 2016 gab es ja so eine Attacke, wo so ein Experte versucht hat, im Endeffekt in die Router der Deutschen Telekom reinzukommen. Und zwar nicht von vorne, sondern von hinten über den Wartungsport. Die Router haben richtig funktioniert, die haben diese Angriff im Endeffekt abgewehrt, der durfte nicht rein, konnte nicht rein. Nur, was das Problem war, dass der Angreifer sehr schlecht programmiert hat. Der hat nämlich, wenn Sie sich das so vorstellen, dass der Router, kommt er von hinten rein und kommt nicht durch. Normalerweise würde der die Verbindung wieder abbauen und alles ist gut. Und der hat das so schlecht programmiert, dass diese Verbindung stehen geblieben ist. Hat dann aber noch, was weiß ich, 5 Sekunden, ich versuche es nochmal. Hat also die nächste Verbindung draufgelegt. Noch eine. Die Techniker unter Ihnen, die werden jetzt feststellen, was dann passiert. Irgendwann sagt das Betriebssystem, naja, bei 99 Verbindungen ist vielleicht im Prinzip die Ressource ausgeschöpft und bei einem anderen Routertyp war es bei 999. Und dann macht das Betriebssystem einfach kurz, hups, fällt in sich zusammen und das nennt man dann einfach Reboot. Der ist nicht reingekommen. Aber trotzdem waren die Kunden natürlich sauer, weil die sagen, ich muss meinen Router neu booten. Da erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch dran, das ging wirklich in die ARD-Tagesschau, das war innerhalb von, ich weiß nicht, von Minuten war das da drin und alle erzählten, der Angreifer sitzt in der Ukraine. Da konnten wir uns vor Lachen Bauch nicht halten. Weil der saß nicht in der Ukraine. Der hat sein Angriffsmuster entsprechend so verfälscht, dass er quasi über 5 Stellen seine Wege und seine Strukturen, wie er eigentlich angegriffen hat, verfälscht hat, dass wir das eigentlich nicht sehen sollten. Und die letzte IP-Adresse, die er gesehen hat, oder die wir gesehen haben, die war natürlich in der Ukraine. Das ist immer schön, man kann das immer anderen zuschieben. Nordkorea, Ukraine, Russland, schiebst du immer dahin. Da sitzen die Hacker gar nicht alle. Der Kerl saß auf Nikosia auf Zypern und wir haben natürlich diese Information gehabt nach 5 Minuten und haben die aber nur dem BND und Interpol gegeben und der Kerl ist dann eingebuchtet worden. Und auch entsprechend
wirklich rechtskräftig in Deutschland verurteilt worden und auch in London und sitzt jetzt in London im Knast. Das ist der einzige Weg, wie man diese Art von Hackern im Endeffekt wirklich in die Schranken weisen kann. Neben diesem Thema dieser Honeypot-Strukturen sammeln wir aber auch aus dem eigentlichen Netzwerk für unsere 200 Millionen Kunden der Deutschen Telekom weltweit natürlich im Prinzip jede Menge sicherheitsrelevante Events. Und das sind 2,5 Milliarden Events pro Tag. Kann sich jeder vorstellen, das kann man gar nicht mehr mit Menschen bearbeiten. Das geht nur noch über Machine Learning, also entsprechend über Methoden, wo sie quasi über Deep Machine Learning erste Stufen von AI im Endeffekt Algorithmenerkennung machen, versuchen im Prinzip Mustererkennung durchzuführen, Pattern zu verstehen, wie im Endeffekt Angriffsmuster aussehen können. Diese beiden Sachen zusammen führen zu einem riesengroßen Asset, nämlich zu einem unendlichen Wissen zum Thema Cyberbedrohung, Cyberangriffe. Und daraus entsteht natürlich auch dann im Prinzip der Vorteil, sich verteidigen zu können. Zusätzlich haben wir im Endeffekt noch die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. Jeder, der von Ihnen zu Hause browst, also im Prinzip ganz normal im Internet unterwegs ist und seinen Browser öffnet, egal ob jetzt im Endeffekt irgendwie Internet Explorer oder Google Chrome oder was auch immer, der gibt da oben ja einen irgendwie eine Textkombination, einen String, zum Beispiel Lufthansa, nehmen wir mal das Beispiel von heute. Mit dem Begriff Lufthansa.com kann keine Maschine was anfangen. Das muss ich in eine IP-Adresse übersetzen. Das nennt man Domain Name Service, DNS. Und genau diese DNS-Serverformen, die braucht man, um genau diese Übersetzung zu machen, sagen, wo gehört eigentlich Lufthansa.com hin, wo gehört die Hochschule Rhein-Sieg.com hin, wo gehört im Endeffekt die Bahn.de hin, etc. Erstmal nur Technik. Wir haben einen riesen Vorteil. Wir als Telekommunikationsbetreiber sind hier im Endeffekt in der Lage zu sagen, dass wir in Europa die größte DNS-Serverform betreiben, mit 6 Milliarden Requests pro Tag. Das ist nur Performance, darf Sie eigentlich im Moment nicht interessieren, das ist einfach nur Anfragen. 6 Milliarden Leute wollen jeden Tag irgendwie surfen und wir lösen das auf und sagen, wo müssen sie eigentlich hin. Wenn wir das aber haben, ich zeige Ihnen das dann gleich später noch, dann haben wir noch einen riesen Vorteil. Wenn wir nämlich wissen, wo die hinwollen, können wir natürlich überprüfen, ob die Ziele, die die auswählen, überhaupt im Endeffekt sauber sind oder ob die schon infiziert sind. Und dieses Wissen, das finden Sie nicht so ohne weiteres im Endeffekt im Markt wieder, weil dafür brauchen Sie nämlich diese entsprechenden vielen Milliarden Anfragen pro Tag. Was wir damit machen, zeige ich im weiteren Verlauf gleich noch. Das ist im Endeffekt eigentlich das, wo wir in der Struktur entsprechend unterwegs sind. Und wenn Sie sich das nochmal so ein bisschen auch von den Angriffsmustern, ich komme dann gleich nochmal zu einigen Beispielen verdeutlichen, da ist eine der großen Attacken eben genau diese Struktur der sogenannten Distributed Denial of Service Attacken. Das heißt, wenn Sie sich so vorstellen, ich weiß nicht, diejenigen, die jetzt technisch versiert sind, die sagen, warum erklärt er das, aber ich habe auch gelernt, es sind auch einige dabei, die so ein bisschen eher das als Hobby heute Abend in der Vorlesung sehen wollen, deswegen auch noch ein bisschen technisch erläutern. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Internetpräsenz und Sie wollen Ihre Kunden von online heraus darauf zugreifen lassen. Alles gut. Ich nehme das Beispiel, Hartmut, ich darf dich benutzen, wir sind befreundet an der Stelle. Du willst dein Online-Banking aufrufen. Wenn aber alle anderen hier im Saal den Zugang, den du benutzen willst, bei der Bank mit Datenmüll verstopfen, kommst du nicht rein. Das nennt man Distributed Denial of Service. Also quasi viele kleine Datenpakete, die man auf eine einzige Stelle schickt, nämlich dort, wo du hin willst, und damit kommst du als eigentlicher Nutzer nicht rein und der Datenmüll verstopft genau diesen Zugang. Die Attacken, die wir dort gesehen haben, hier in Deutschland, größter Umfang, 135 Gigabit pro Sekunde. Jeder von Ihnen wäre schon froh, wenn er zu Hause 1 Gigabit hätte. Ein Gefühl kriegen, 135 Gigabit pro Sekunde. Ein Rechenzentrum ist normalerweise mit 10 bis 20 Gigabit pro Sekunde angebunden und da schiebt vorne die Last dieser ganzen Systeme 135 Gigabit rein. Und jetzt kommt der Fernseher ins Spiel, von dem ich gerade gesprochen habe. Weil wie erzeugt denn so ein, das nennt man ein Botnetz, also ein Roboternetz, was quasi jetzt auf Knopfdruck sagt, jetzt alle Maschinen auf die Adresse, wo du zugreifen willst, im Endeffekt zu bombardieren. Das geschieht im Endeffekt nur durch eigentliche Steuerbefehle. Die schlafen diese ganzen Systeme und dann auf einen Zeitpunkt X werden die aktiviert und sagen, jetzt sende ein Paket aus. Und das kann dann der Fernseher sein, das kann der Kühlschrank zu Hause sein, das Heizungssystem, das kann mein PC sein, das kann alles möglich sein, was eine IP-Adresse hat, was senden kann. Und das Schlimme ist, Sie gucken heute Abend Fernsehen und Sie wissen es nicht. Und da gibt es auch keinen Trick im Fernseher, wo Sie nachgucken können, im Sinne von, bin ich schon infiziert oder nicht. Das Gute ist, wir sehen es aber. Und die Kunden, die bei der Deutschen Telekom in unserem Netz angeschlossen sind und im Prinzip, wo wir sehen, dass deren Geräte anfangen, in so eine Botnetzstruktur einzugreifen und andere anzugreifen, das detektieren wir und wir schreiben jeden Monat 110.000 Kunden an, dass wir ein Gefühl kriegen, 110.000 Kunden, die jeden Monat im Endeffekt von uns im Endeffekt Beratung bekommen, wie sie diesen Quatsch in ihrem Fernseher, in ihrem Kühlschrank, in ihrem PC und so weiter wieder loswerden. Weil offiziell sind Sie, wenn Ihr Fernseher mich angreift, Täter. Und Sie können dafür strafrechtlich belangt werden.
verfolgt aber keiner, weil jeder weiß, dass das quasi eigentlich im Unbewusstsein geschieht, aber es muss trotzdem im Endeffekt natürlich bereinigt werden, sonst wird ja diese Armee dieser Bösen, die da draußen tobt, ja immer größer. Das will ja keiner. Das ist genau das, was wir im Endeffekt hier erleben. Und dass wir so ein Gefühl kriegen, wie viele von diesen Botnet-Paketen wir bei uns im Netz detektieren, 5.400 Milliarden in einem Monat. Sie werden sich fragen, warum schreibt er das im Prinzip in Milliarden und nicht gleich in der nächsten Dimension in Billionen, werde ich auch gleich erklären, weil diese Größenordnung in der Steigerung ist so interessant. Wir kommen von 330 Milliarden und gehen auf 5.400 Milliarden innerhalb eines Jahres im Wachstum. Wollen wir nicht, sehen wir aber im Endeffekt leider als Realität. Das ist mal so ein bisschen für die Techniker unter Ihnen mal eine Darstellung im Endeffekt, wie sich diese ganzen Angriffsmuster eigentlich verteilen. Das meiste geht also immer noch gegen das Netzwerk. Die nächste große Kategorie ist das ganze Thema, wie versuche ich die Passwörter von Maschinen, von Menschen und so weiter zu cracken. Websites spielen schon gar nicht mehr so eine ganz große Rolle. Das ganze Thema Konsolen, das ganze Thema Remote-Wartungsports, Remote-Zugriffe, Remote-Desktop-Protokolle, das ist im Prinzip die nächste große Challenge, wo alle versuchen eben nicht mehr von vorne zur Tür reinzukommen, sondern alle bloß noch von hinten. Aktuell läuft draußen eine Riesenattacke der Angreifer, wo die rumexperimentieren, weil es gibt im Prinzip so unter vorgehaltener Hand die Aussage, dass bei Microsoft in den Microsoft SQL Queries in irgendeiner Form auf den Port 1443 ein Leck sein könnte. Also versucht jetzt jeder Hacker in dieser Welt auf diesen Ding rumzuexperimentieren. Wir haben keine Vorstellung, was das im Prinzip bedeutet. Das Gute ist, da gibt es aktuell wirklich nichts. Wir müssen trotzdem mal Obacht geben. Es kann ja eine Kombination geben, wo in irgendeiner Form das, was man bisher kennt und im Prinzip beherrscht, in einer Kombination mit einem neuartigen System, was wir noch gar nicht kennen, zusammen trotzdem irgendwie eine sogenannte Vulnerability darstellt, sprich eine Art von Angriffsmuster, eine Schwachstelle, eine Verletzbarkeit. Und genau dem müssen wir im Endeffekt Herr werden. Ja, und wir haben dann im Endeffekt eben pro Tag zwischen 3 und 8 Angriffsvektoren, Angriffsmuster, die wir noch nie gesehen haben. So, wenn man sich mal diesen Verkehr anschaut, diesen Wachstum, das haben wir jetzt hier nochmal aufmontiert, da sehen Sie, die 330 Milliarden sind dann 5.400 Milliarden. Das ist genau das, was innerhalb eines Jahres an Wachstum da drin steckt. Und das Witzige ist jetzt, wir machen noch ein Beispiel wieder für die Techniker unter Ihnen, wie greifen denn die Hacker an? Die greifen auf den Ports an, Port 80, Port 443, die sie nie zumachen werden, weil sie wollen ja im Web surfen. Also brauchen Sie Port 80, das müssen Sie offen lassen, sonst können Sie gar nicht mehr den Nutzen, den Sie eigentlich von der Digitalisierung haben, nutzen. Und das ist genau das Perverse. Sowohl im Endeffekt offener Verkehr als auch verschlüsselter Verkehr. Die HTTPS-Ports 443 sind davon genauso betroffen. Und das ist eigentlich das, es würde keine einzige Firewall würde diesen Verkehr rausfiltern, weil Sie das im Endeffekt entsprechend gar nicht blockieren wollen. Übrigens, da kommen wir dann gleich später nochmal dazu, der größte Angriffsvektor aktuell, wie diese ganzen Attacken reinkommen, ist einmal, dass man es quasi wirklich versucht über die direkte Netzwerkstruktur. Das andere und viel, viel wichtigere, auch gerade für Menschen und auch für Sie in der Nutzbarkeit, ist das Thema E-Mail. Weil es gibt ja viele, die sagen, E-Mail ist tot. Glauben Sie den Quatsch nicht. E-Mail gibt es auch in 10 Jahren noch, gibt es noch in 20 Jahren. Social Media und die ganzen Chats und so weiter, ich bin auch ein Fan davon. Brauchen wir, haben wir aber alles nebenbei. Aber jeder von uns nutzt heute immer noch E-Mails, Attachments, Transport etc. Und das heißt, wir werden immer mehr im Prinzip Dokumente bekommen. Dokumente, die irgendwie nicht nur Text beinhalten, sondern mal einen Link, mal eine Anlage etc. Und dann sage ich immer liebevoll, einer klickt immer. Und Sie müssen sich manchmal überlegen, was Sie da eigentlich anklicken. Viele von Ihnen kriegen ständig diese Mails von Ihrer Bank und sagen, oh, wir müssen nochmal unsere Sicherheitsstandards überprüfen, geben Sie doch bitte nochmal neu Ihre Bankverbindungsdaten ein und Ihre Kennwörter. Diese Art von E-Mails brauchen Sie nicht mal ab Wort 2 weiterlesen, gleich löschen, ohne irgendwas anderes. Das würde nie eine Bank machen, würde nie ein seriöser Netzbetreiber machen, dass er irgendetwas von Ihnen über den Kanal wieder abfragt, über den Sie eigentlich reingehen. Wenn da irgendwas etwas besteht, schickt er Ihnen irgendwas per Brief oder macht es irgendwie über einen anderen Kanal, aber nie und nimmer per E-Mail. Sie haben keine Vorstellung, wie viele in Deutschland Opfer von diesen Phishing-Attacken ständig werden, weil sie immer gut Glauben machen und sagen, oh, ich will noch das machen, ich habe ein Gewinnspiel, klicken Sie hier auf diesen Link an der Stelle und verdienen Sie 5.000 Euro pro Tag. Klingt jetzt liebevoll, manchmal der eine oder andere lächelt drüber, aber wir haben leider das jeden Tag, dass Menschen hinterher sagen, oh, ich habe es gemacht. Ein Klick reicht, du kannst es nie wieder umkehren. Übrigens bei WannaCry war das so, dass ein einziger Klick gereicht hat, eine ganze Firma von 220.000 Mitarbeitern zu verseuchen. Ein einziger Klick, weil der einzige Klick dann im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass die gesamte Kommunikation im Unternehmen vollautomatisch weitergeht, ohne dass du weiterklicken musstest. Millionen Schäden.
bei der Firma Computer, bei der Containerfirma Maersk, glaube ich, bekannt, mehr als 350 Millionen Schaden alleine dadurch. In Deutschland ist, glaube ich, das Beispiel der Bahn bekannt gewesen. Da hat man im Prinzip die Anzeigetafeln im Endeffekt dann gesehen, dass die gehackt gewesen sind. Das waren aber nur die Anzeigetafeln, die man gesehen hat. So, das ist im Endeffekt die Realität, in der wir im Endeffekt uns leider befinden. Und deswegen, ich will Ihnen da kein Angstszenario machen, ich will Ihnen auch ein bisschen Mut machen, weil wir haben natürlich auch mittlerweile uns Dinge überlegt, wie wir gegen diese Sachen vorgehen können technisch. Wir haben zum Beispiel, wenn wir diese Adressen sehen, wie solche Angriffsmuster aussehen, solche Botnet-Strukturen im Prinzip immer mehr angefangen, wenn wir nicht die eliminieren können, dürfen die aber nicht nur einladen, dass in unserem Netz kommunizieren. Also können wir vielleicht im Zweifelsfall was dafür tun, dass man die Kommunikation in Richtung dieser Netze im Endeffekt blockiert. Und das machen wir. Deswegen haben wir es also geschafft, diesen Botnet-Verkehr von 135 Gigabit pro Sekunde runterzubekommen auf 54 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, bei der Deutschen Telekom ist es so, wenn Sie bei uns Kunde sind und Sie würden so eine Phishing-E-Mail kriegen und klicken auf den Link, kann passieren, dass bei uns nichts passiert. Warum? Weil in dem Moment, wo Sie draufklicken, versucht ihr eine Kommunikation aufzubauen zu einem sogenannten Command- und Control-Surfer und versucht, Ihre Maschinen zu infizieren. Der kommt auch von uns da nicht hin. Andere Netzbetreiber machen das leider nicht. Das heißt, es kann also nicht sein, dass sagen, ich habe eine E-Mail, der eine kriegt die E-Mail, klickt drauf, es passiert nichts, der andere kriegt sie bei einem anderen Netzbetreiber, klickt drauf und es passiert was. Das ist das Schwierige in diesem ganzen Umfeld. Diese Angriffsvektoren sind lange nicht mehr nur auf die Unternehmensnetze beschränkt. Kritische Infrastrukturen, Industriebetriebe, alles schon gerade diskutiert, Stromnetz. Also danke für das wunderbare Beispiel, aber vielleicht in dem Zusammenhang noch etwas was Kritischeres, dann will ich auch noch mal so ein bisschen einen Weckruf im Prinzip reinbringen. Wenn ich Hacker wäre, ich würde in Deutschland kein Kraftwerk hacken, viel zu aufwendig. Man kann in Deutschland durch 3 gezielte Hacks ganz Deutschland lahmlegen. Und dann brauchen wir keine 3 Tage. Ich behaupte, sind wir in 3 Stunden tot. Was ist das deutsche Phänomen zur Energieversorgung? Der Strombedarf ist im Süden. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, wenn wir jetzt mal so Süden von Rheinland-Pfalz, Süden von Nordrhein-Westfalen wegnehmen, da ist der Strombedarf, das sind die ganzen großen Industriebetriebe, das sind die ganzen Menschenansammlungen. Wo produzieren wir denn unseren Strom heute? Egal ob Atomstrom, Windenergie, Solar, wo ist denn das? Im Norden. Aha, dann müssen wir den Strom von Nord nach Süd bringen. Was würde ein Hacker machen? Der hackt nicht das Windkraftrad, der hackt nicht das Kraftwerk, der hackt nicht die Unternehmen, der hackt das Transportnetz. Weil, wenn das Transportnetz den Strom nicht mehr vom Norden in den Süden bringt, hat der Süden keinen Strom, ist automatisch tot, weil die haben nichts mehr. Und im Norden fliegen die ganzen Kraftwerke, Windkrafträder in die Luft, weil kein Abnehmer mehr da ist. Die sind gar nicht dafür geeignet, ohne entsprechende Last im Endeffekt im Prinzip im Leerlauf zu laufen. Das können die gar nicht in dieser Menge. Deswegen ist es eines der größten Geheimnisse in Deutschland, wo diese Switches stehen für die Transportnetze, dass am Ende des Tages im Prinzip dieser Strom von Norden nach Süden kommt. Wenn da ein Hacker rankäme, dann brauchen wir nicht Blackout diskutieren, dann können wir Blackout ins Quadrat oder hoch 5 diskutieren. Keine Utopie. Wird jedes Jahr mehrfach trainiert im Geheimschutz, im Endeffekt mit den entsprechenden Unternehmen, um genau diese Fälle im Endeffekt abzuwehren. Weil das ist nicht im Endeffekt eines der größten Gefahren für die deutsche Gesellschaft. Weil ich sage ganz ehrlich, in Blackout hat man davon gesprochen, im Prinzip das dauert irgendwie ungefähr 5 Tage. Wenn wir in Deutschland 3 Tage lang keinen Strom, kein Gas, kein Wasser, keine Elektrizität, kein Internet haben, dann brauchen wir keinen Krieg mehr. Das ist ja alles tot. Und übrigens, das ist auch das Angriffsszenario, worum, und das werden wir auch gleich erst nochmal politisch sehen, warum die Hacker vom Ausland her versuchen eigentlich im Endeffekt die Infrastruktur des Landes zuerst anzugreifen, gar nicht die einzelnen Unternehmen. Die haben nicht Interesse an irgendeinem Bankkonto von einem Einzelnen oder die wollen einfach im Prinzip entsprechend die Unternehmen teilweise auch wirklich erpressen. Das ist auch ein ganz großes Angriffsmuster, Ransomware, in dem sie sagen, ich verschlüssel deine Daten und ich möchte am Ende des Tages im Prinzip von dir Lösegeld. Übrigens, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn Sie mal Opfer von so einer Ransomware-Attacke werden und zu Hause irgendwie auf einmal wie ein Bildschirm draufsteht, oh, mein Rechner ist jetzt verschlüsselt hier, der Angreifer will so und so viel Bitcoins, zahlen Sie nie. Warum? Erstens, wenn man zahlt, hat man keine Garantie, dass man seine Daten überhaupt wiederbekommt. Weil was meistens passiert, das fängt das Programm irgendwie an zu laufen, okay, dann ist so eine Art Backup und man versucht, die Daten wieder zu entschlüsseln und dann bricht das dann irgendwann ab. Und da haben Sie keine Hotline und können beim Hacker anrufen und sagen, lieber Hacker, hilf mir mal, jetzt im Prinzip bei 35% ist im Endeffekt das Thema entsprechend jetzt abgebrochen, der Rest der Daten ist noch verschlüsselt. Der wird sich als trollen, mit Ihnen zu reden. Und ein zweiter Punkt, wenn Sie einmal gezahlt haben, kommt die Attacke umso häufiger mit immer höheren Forderungen, weil die wissen, dass bei Ihnen was zu holen ist.
Der einzigste Weg, wie man sich gegen solche Arten von Ransomware-Attacken entsprechend schützen kann, ist, indem man wirklich ausreichend oft und gute Backups macht und diese Backups im Endeffekt zur Verfügung hat. Und wenn so etwas wirklich passiert, man wird wirklich Opfer einer solchen Attacke, den Rechner neu aufbaut aus dem Backup heraus. Aber Achtung nochmal für alle Privatnutzer. Ein Backup auf einer Platte zu machen, die ständig online ist, brauchen Sie kein Backup machen. Sie lachen. Wir hatten 6 Wochen vor Weihnachten eine große deutsche Retailkette, den Namen darf ich nicht nennen, aber alle Frauen hier im Saal kennen diese Kette und gehen da bestimmt auch einkaufen. Die sind Opfer einer solchen Ransomware-Attacke geworden. Und die Hacker waren so perfide, dass die 6 Monate zurück alle Backups mitverschlüsselt haben. Die hatten nichts mehr. Nichts mehr, auf was die aufsetzen konnten. Diese Firma musste sogar ihre eigene Internetdomain, ihren Namensstamm wegwerfen, weil selbst der infiziert gewesen ist. Überall noch diese ganzen Schadsoftwareprogramme drin gesteckt haben. Hat diese Firma fast 100 Millionen gekostet. Die bauen heute noch dran, dass sie sich wieder richtig rekonstruieren. Die haben mehrere Wochen im Endeffekt ihre Kassensysteme offline gehabt, wie die eigentlich ihre Abrechnung gemacht haben zum Jahresende, ist mir noch ein Rätsel, weil die auf dem Kassenblock gearbeitet haben, so im Sinne von noch wie früher, ich schreibe noch mal händisch auf im Endeffekt, was ich verkauft habe. Kein Warenwirtschaftssystem, keine Nachorderung von Ware, nichts mehr. Und die hatten ein Backup und die waren stolz. Und die konnten das Backup nicht nutzen, weil es war online. Also, wenn jemand von Ihnen irgendwie am Wochenende jetzt von meinem Vortrag stimuliert sagt, ich mache mal wieder einen Abzug meiner Daten, machen Sie das auf Ihrer Festplatte. Danach ziehen Sie bitte von dieser Festplatte die Stromversorgung und den USB-Stecker raus. Auch so ein kleiner Witz an der Stelle, dass viele denken, naja, ich ziehe bloß die Stromversorgung raus. Auch über den USB-Kontakt könnte noch im Endeffekt ein Hacker, im Prinzip, je nachdem, wie diese Situation darstellt, kann ja da auch über den USB-Kontakt noch eine 5-Volt-Verbindung hergestellt werden. Es gibt nämlich Platten, die haben dann so ein kleines Restmodul, wo dann auch ein bisschen Strom drauf ist. Was sie dann damit machen und einnisten, wissen sie auch nicht. Also, bitte beides rausziehen. Stromversorgung von der Platte und im Endeffekt das Thema USB-Verbindung. Smart Home, Fernsehgeräte haben wir schon besprochen. Ich möchte auf die Unterzeile nochmal kommen. Was ist denn die nächste große Bedrohung zum Thema Cyberattacken? Das sind die fahrenden Rechenzentren. Autos, autonomes Driving. In einem Auto stecken mehr als 300 Millionen Zeilen Code heute drin. Wenn Sie ein Elektroauto nutzen, bin da schon einer der Begünstigten, die das im Endeffekt auch mal ausprobieren dürfen, da ist alles voll automatisiert, da brauchen Sie nicht mal das Lenkrad mehr halten, das Ding hält die Spur komplett alleine. Totaler Riesenfortschritt der Digitalisierung. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie fahren 100 auf der Autobahn. Jemand hackt Sie. Und dann zieht das Auto richtig hart nach links oder nach rechts in die Leitplanke. Na, guten Nacht auch. Oder noch viel schlimmer. Sie stehen an der Kreuzung hier in St. Augustin. Sie sehen, dass da oben rot angezeigt wird. Aber das Auto reagiert nicht auf das, was Sie sehen. Das Auto empfängt dieses Signal von der Verkehrsampel in Zukunft digital. Car-to-X-Kommunikation. Und stellen Sie sich vor, das Auto empfängt im Endeffekt ein gehacktes Signal und nicht das Rot, sondern ein malicious Green, also ein gefälschtes Grün. Das Auto hat keine Chance, das Auto sieht, okay, grün, ich fahre los. Auf die Kreuzung, über den Überweg, da ist vielleicht gerade eine Frau mit einem kleinen Kind im Kinderwagen. Das ist Cybersecurity, was wir im Prinzip nach vorne aufbauen müssen. Und übrigens, da gehört auch das Thema digitale Identitäten mit dazu, weil warum soll ich denn eigentlich mir die Arbeit machen und soll im Endeffekt Systeme hacken, wenn ich im Prinzip von irgendjemandem hier seine Zugriffsdaten kennen würde, komme ich doch wunderbar in die ganzen Systeme rein. Übrigens hat der ein oder andere vielleicht gehört vom Chaos Computer Club, die machen jedes Jahr Ende des Jahres in Leipzig ihr Jahrestreffen und da ist ja dieses Jahr auch was ganz Tolles passiert, wo man wirklich sagt, das ist wirklich wo man versteht, diese perverse Zusammenhänge zwischen Prozessen, deutscher Bürokratie und Technologie. Was ist da passiert? Die Kollegen vom Chaos Computer Club haben bewiesen, dass man das gesamte Ärztesystem, das Ärztenetz hacken kann. Aber die haben es nicht gehackt, weil es nicht hackbar ist. Die haben was ganz anderes gemacht. Die haben den Prozess der Ausstellung eines Arztausweises manipuliert und haben sich im Endeffekt als Arzt ausgegeben und haben sich selbst einen Arztausweis verschafft und haben mit diesem Arztausweis Zugriff zu allem bekommen. Ganz einfach, wenn ich weiß, dass im Endeffekt mein Arzt irgendwie Dr. Müller heißt, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, wann er geboren worden ist, dann konnte man mit diesem System einen neuen Heilberufsausweis als Arzt bestellen. Man musste bloß noch so schlau sein, dass man die Lieferadresse umbiegt und sagt, okay, ich schicke es nicht zu ihm selber, weil der wird es ja dann merken, dass er einen neuen Ausweis kriegt, den er gar nicht bestellt hat, sondern er hat es dann irgendwie an eine fiktive andere Adresse geschickt.
ein super Service. Natürlich ist der Arzt vielleicht mal nicht gerade zu Hause und will mal im Prinzip einen Ersatzausweis woanders hin haben. Oder der Prozess muss natürlich abgesichert sein, dass da nicht im Endeffekt irgendjemand Missbrauch damit betreibt. Riesendiskussion. Dass in das Netz ist, der nicht reinkommt, der hat das nicht gehackt. Der hat einfach einen Prozessfehler davor benutzt und hat einen gefälschten Ausweis produziert und mit dem Ausweis durfte er dann rein. Weil der Ausweis war legitimiert, der hat offiziell die Berechtigung gehabt, alle Schlüssel, alle Encryption-Methoden, die man braucht, um auf die Patientendaten in ganz Deutschland zuzugreifen, waren drauf. Das ist Cybersecurity. Cybersecurity heißt nicht nur Technik, es heißt, dieses Gesamtverständnis im Endeffekt aufzubauen, um den Hackern im Endeffekt diesen Zugriff zu vermeiden. Das vielleicht nochmal so als kleine Zusammenfassung, das sind auch Zahlen vom BSI, die wir da noch mit eingebaut haben. Viele Sachen habe ich schon dargestellt. Vielleicht noch zwei, drei Sachen, die man im Endeffekt nochmal da so darstellen kann. Das geht hier oben, ja, das geht ein bisschen zurück. Hier, das ist nochmal ganz interessant. 114 Millionen neue Schadprogrammvarianten, die man innerhalb eines Jahres letztes Jahr gesehen hat. Also nicht so, es gibt im Prinzip zwei, drei bekannte irgendwie neue Sachen, sondern 114 Millionen neue Varianten von diesen Schadsoftware-Dingen. Das ist die Angriffssituation, die wir im Endeffekt da draußen wirklich sehen. Und in Summe gibt es also in Summe entsprechend hier also Mails mit Schadprogrammen, 770.000, die man also letztes Jahr im Endeffekt in deutschen Regierungsnetzen im Endeffekt alleine detektiert hat. Das sind mal so ein paar Elemente, die man hier noch zusätzlich im Endeffekt mit nennen muss, um dieses Bild zu den Zahlen, die ich genannt habe, noch entsprechend mit abzurunden. Jetzt geht's weiter, genau. So, und wenn wir im Prinzip diese Angriffsmuster uns im Prinzip nochmal anschauen, da habe ich einiges oder vieles davon schon genannt. Ransomware, dieses Thema Verschlüsseln, wo also quasi die Daten im Prinzip dann verschlüsselt sind, ich kann nicht mehr drauf zugreifen. DDoS-Attacken haben wir besprochen. Ganz gefährliche Sachen sind diese Advanced Persistent Threats, das sind die Dinge, die sich irgendwo einnisten. Ich klicke irgendwo drauf und ich merke gar nicht, dass das passiert. Die liegen teilweise bis zu 200 Tagen auf meinen Maschinen und die schlummern da. Warum machen die das? Wenn nach 200 Tagen die ausbrechen, hast du keinerlei Indizien mehr, wie das eigentlich dahin gekommen ist, das Zeug. Das heißt, du hast den Weg zurück zum Angreifer komplett im Endeffekt eigentlich entsprechend verschleiert in dem Moment. Mittlerweile gibt es auch schon erste Hardware-Attacken. Spectre Meltdown zum Beispiel. Da sind zum ersten Mal wirklich Infektionen auf der Hardware, auf dem CPU-Chip von Intel und von AMD entsprechend drauf gewesen. Das ist auch die neue Welt, in der wir uns im Prinzip befinden. Man-in-the-Middle-Attacken. Wenn Sie hier auf dem Campus, ihr habt ja bestimmt einen WLAN, vermute ich mal, Hartmut, ne? Wenn ihr auf dem Campus im Endeffekt euer WLAN, weiß nicht, wie das heißt, jetzt zur Hochschule Rhein-Sieg, im Prinzip erscheint, dann wird jeder sich ja einloggen, weil er sagt, okay, ja, wunderbar, ist ja ein öffentlicher Hotspot im Endeffekt für die Studenten. Selbst ich kann das nicht in dem Moment überblicken, ob das wirklich eine richtige SSID ist für dieses Thema WLAN oder ob die gefaked ist. Weil wenn ich Man-in-the-Middle-Attacke mache, könnte ich mich hinter diese Wand hier stellen, in den Gang da rein, erzeuge mit demselben String dieses selbe Signal und jedes WLAN-Gerät hier im Raum würde sich im Prinzip auf das stärkste Signal einloggen. Dann ist das völlig egal, ob das im Endeffekt das Gute oder das Schlechte ist. Und ich würde natürlich als Angreifer das entsprechende schlechte Signal nehmen und würde im Prinzip würde das stärkste Signal aussenden und würde dann natürlich die Geräte zwingen, dazu auf dieses stärkste Signal draufzugehen und würde damit im Endeffekt die alle zwingen, mit mir zu kommunizieren. Und ich kann als Mann dazwischen, Man in the Middle, alle Kommunikation mitlesen. Gibt es aber zum Glück auch Schutzmechanismen, wie man sich dagegen schützen kann. Kommen wir dann aber gleich noch dazu, habe ich da auf dem Gerät mit dabei. Das sind im Endeffekt die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen. Mittlerweile auch sehr, sehr noch gefälschte CEO-Fraud-Attacken. Das heißt, was bedeutet das? Man kriegt eine E-Mail. Und ich nehme wieder dich als Beispiel. Der Rektor der Hochschule schickt augenscheinlich ein Mail an die Mitarbeiterin. Und da steht irgendwas drin, was ganz präzise ist. Genau, oh ja, ich bin im Urlaub. Okay, stimmt, der ist wirklich im Urlaub gerade. Er hat was vergessen. Ah, möglicherweise hat er wirklich vielleicht noch irgendwo eine Aktivität vergessen. Die wird darum gebeten, noch Geld zu überweisen für ein wichtiges Projekt. Passiert jeden Tag im Endeffekt. Die Mails sehen originalgetreu aus. Die Briefköpfe sind gleich, die Unterschriften sind gleich. Alles gefaked. Das kann man nicht mehr im Endeffekt sauber direkt erkennen. Deswegen immer zweimal überlegen, was man da eigentlich macht. Und deswegen auch der Tipp bei solchen Mails, die so einem irgendwie komisch vorkommen, gibt es ja viele, die fragen dann per Mail zurück, ist das wirklich wahr? Soll ich das wirklich machen? Nie über denselben Kanal die Rückfrage starten, über den man die Auftrag kriegt. In dem Fall wäre es opportun, einfach anzurufen oder SMS, weil diesen E-Mail-Kontakt, wenn das vorwärts gefälscht hat, wird das rückwärts genauso abhören und fälschen und wird das entsprechend logischerweise dann für sich nutzen.
Das sind im Endeffekt die großen Angriffsvektoren, mit denen wir zu tun haben. Und wo wir auch stolz drauf sind, wo wir wieder ein bisschen zu uns zurück sagen können, dass wir quasi dieses Thema eigentlich ganz gut beherrschen, hängt damit zusammen, dass wir quasi Angriffsvektoren aus allen Industrien kennen. Egal, ob das chemische Industrie ist, ob das Automobilindustrie ist, Energieversorger, die Bundesregierung, wir haben die großen Airlines, die großen Brauereiketten, Lebensmittelversorger. Das sind alles Kunden von uns. Und das Gute ist, das gibt eine Menge Insights, eine Menge Know-how, mit dem man da entsprechend im Prinzip umgehen kann und muss. Weil ich mache ein Beispiel. Ein Banking-Trojaner hat bestimmt jeder schon mal was davon gehört. Also so ein kleiner, geheimnisvoller Virus, so ein Wurm, der quasi im Prinzip im Auftrag von Angreifern versucht, Kundendaten speziell in Banken, Bankensysteme auszulesen, wo man quasi Kreditkarteninformationen und alles mögliche andere im Endeffekt bekommen möchte. Wenn man so einen Banking-Trojaner zu einer Bank loslässt, ist das schon schlimm genug. Weil der versucht dann die Datenbanken zu finden, die bei einer Bank da sind und versucht die zu kompromittieren. Aber haben Sie sich mal überlegt, was passiert, wenn so ein Banking-Trojaner bei einer Krankenkasse einschlägt? Reales Beispiel, passiert vor einem Jahr. Dieser Banking-Trojaner ist 10-mal mehr gefährlich als bei einer Bank. Warum? Weil der sucht nach einer Datenbank, die hat die Krankenkasse gar nicht. Aber der ist nicht so programmiert, dass er sagt, okay, ich finde die Datenbank nicht, ich lege mich schlafen. Sondern das ist wie ein unguided Missile, der zerstört alles. So geschehen bei einer großen deutschen Krankenkasse, haben wir nachts um eins das Ding im Endeffekt gesehen, haben das im Endeffekt rausgenommen in der Forensik, waren nachts um zwei, wussten genau, wie der Angriffsvektor funktioniert, haben diese Informationen genommen, wenn man versteht, wie dieses Netzwerk der Schutzmechanismen funktioniert, digitale Verantwortung, Ethik etc., das ist auch für uns etwas Wichtiges im Endeffekt, dass wir das auch quasi dann im Prinzip allen anderen weitergeben. Wir haben diese Informationen um zwei fertig gehabt, haben die um zwei weltweit an alle Technologielieferanten auf diesem Planeten weitergeleitet, an eine Cisco, an eine Checkpoint, an eine Microsoft, an eine Trend Micro, McAfee, wie sie alle heißen. Früh um vier, im Regelupdate, wo alle Maschinen, egal ob privat oder geschäftlicher Natur, irgendwie diese neuen Informationen kriegen, war diese Information von uns hier aus Bonn weltweit drin und hat dieses noch nicht bekannte Angriffsszenario im Endeffekt für alle weltweit geschützt. Das haben wir komplett free of charge gemacht. Das ist im Prinzip ein Teil von unserem Anspruch für das Thema Good Citizenship, damit wir quasi etwas tun, um diese Immunisierung der Gesellschaft gegen Cyberattacken entsprechend zu treiben. Übrigens, viele von Ihnen verreisen ja auch gerne, besonders ein Teil, das Sie auch nicht wissen. Sie fahren, gehen da mit Ihrem Pass hier oben, sind Sie dargestellt, gehen Sie zum Flughafen und dann legen Sie diesen Pass auf diese neuen elektronischen Borderline-Kontrollgeräte drauf und dann wird der gescannt, nicht wahr? Träumen Sie weiter. Der wird nicht gescannt. Das macht man nur, um das Ihnen zu erklären, also im Sinne von, da wird irgendwie was mit dem Pass gemacht. In der Plasteseite des Passes ist ein Chip drin, den haben wir entwickelt. Da sind alle Ihre Daten drauf. Ihr gesamten, Ihr persönlicher quasi sauber Fingerabdruck, digital vom Gesicht, vom Finger etc. Und diese Daten werden in der Kürze der Zeit ausgelesen mit dem Bild im Prinzip, was Sie vorne haben, verglichen, wird eine Face Recognition gemacht und wenn das übereinstimmt, werden Sie durchgelassen. Der wird nicht gescannt, der Pass, von wegen die Daten ausgelesen, sondern es wird dieser Chip ausgelesen, der in dieser Plasteseite drin ist. Tun Sie mir mal Gefallen, schneiden Sie heute Abend nicht Ihren Pass auf, danach ist der Pass ungültig. Der Chip ist so dünn, den werden Sie nicht sehen, das ist ein RFID-Chip, wo das im Prinzip drauf gespeichert ist, sodass Sie in dem Moment im Prinzip keine Chance haben, da sich irgendwas anzuschauen. Sie wird nur Ihren Pass ungültig machen. Aber Sie müssen es mir einfach glauben, es ist wirklich so, es ist ein patentiertes, weltweit patentiertes Verfahren, was übrigens auch im Personalausweis drinsteckt, was übrigens in der Gesundheitskarte drinsteckt, in vielen anderen Sachen in Deutschland. Das ist Cybersecurity in der praktischen Anwendung. Jetzt werden Sie mich fragen, wer greift denn da eigentlich an? Da will ich Ihnen auch noch ein bisschen was dazu sagen. Dieses Bild ist mal so auf die verschiedenen Angriffsvektoren nach verschiedenen Industrien hier im Endeffekt sortiert und dargestellt. Und ich gehe mal im Prinzip mal in einen Bereich rein, das Thema Financial Services. Und da sehen Sie hier im Endeffekt, aus welchen Ländern heraus diese Angriffsmuster kommen. Das ist also sehr stark im Endeffekt eben Russland, China. Das ist das Thema Nordkorea, Syrien, Iran, die wir jetzt hier im Endeffekt sehen. Ich gehe dann gleich noch ein bisschen tiefer weiter rein, auch was die da im Endeffekt damit gemeinsam machen. So, wenn man jetzt zum Beispiel das mal anschaut, ist es aber nicht so, dass diese Gruppen, die dann da unterwegs sind mit diesen ganzen lustigen Namen, im Prinzip alle nur entsprechend ein Tool benutzen, sondern die haben alle einen riesen Werkzeugkasten an Tools. Und das alles zu beherrschen, zu verstehen, wie nutzt das jeder? Das ist eigentlich der Job, den wir machen müssen, wenn wir über das Thema Cybersecurity reden, wenn wir uns verteidigen wollen. Das ist mal das Beispiel Regierungsbehörden und Public Services. Sieht man also quasi eigentlich dieselben Strukturmuster. Hier ist das Thema Syrien nicht mit dabei. Nordkorea aber auch wieder im Endeffekt mit beteiligt, dort wo die ganzen Hacker entsprechend maßgeblich herkommen. Wenn man das Thema über das Thema der gesamten Gruppen, da muss ich, das kann man schon gar nicht mehr lesen, ne?
wird immer komplexer. Aber die wollen natürlich versuchen, vor allem diese Informationen auch gerade im Bereich der Kompromittierung von Behörden, von Staatsorganen im Endeffekt rauszubekommen. Das Schwierige ist, jetzt nehmen wir mal eine so eine Gruppe, diese Gruppe Sophistry. Ich erkläre auch gleich, wer das ist und was das ist und was da dahinter sich verbirgt. Wenn man jetzt denkt, dass die ja im Prinzip immer nur mit diesem Namen dieser Gruppe, mit diesen Aktivitäten unterwegs sind, dann ist das auch noch falsch, weil die treten mit Aliases auf. Das heißt, sie müssen wissen, dass die genauso gleichzeitig im Endeffekt Strontium sind, dass die ABT28 sind, dass sie die Group 74 sind, dass die Fancy Bear sind. Das ist alles im Endeffekt dieselbe Truppe Sophistry. Das müssen Sie aber erstmal rausfinden. Das sieht jetzt einfach aus und darstellen. Das müssen wir erstmal über Wochen, Monate analysieren. Wer arbeitet denn da hinten dran? Weil du kriegst das nur über den menschlich-genetischen Fingerabdruck des Hackers hin, der da hinten dran arbeitet. Jetzt kommt noch eine Komplexität. Jetzt weiß ich im Prinzip, mit welchen Namen die da draußen unterwegs sind. Ich muss aber unterstellen, dass es quasi eigentlich eine wunderbare Kombination ist von allen Arten von Namen mit allen Arten von Tools, die die nutzen. Kann sich vorstellen, das ist nur eine Gruppe von den Hunderten, Tausenden, die da draußen existieren. Das nennt man Threat Hunting. Also diese ganzen Bedrohungen wirklich zurückverfolgen in die Ursprünge hinein, dort wo wir entsprechend die Informationen auch bekommen, wie wir quasi in solche Gruppen dann entsprechend die Informationen an die Strafverfolgungsbehörden dann auch weitergeben können, wenn die da Straftaten begangen haben. Das war zum Beispiel diese Sophistry-Gruppe, der wird also zum Beispiel nachgesagt, dass die also sehr stark im Prinzip in Richtung Regierungsbehörden entsprechend geht, vielleicht sogar auch eine Beteiligung der russischen Regierung damit dran steckt. Das ist im Endeffekt auf jeden Fall, da sitzt sie in Russland, ob sie von der russischen Regierung gefördert wird, das kann man nicht sicher nachweisen, aber es gibt zu viele Indikatoren, die in diese Richtung reingehen. Und wenn man sich mal diese Attributierung anschaut, die in 2004 das erste Mal aufgetreten ist, also wo wir das erste Mal deren Aktivitäten gesehen haben, dann so dieses Thema vom Deutschen Bundestag über die NATO, alles schon dabei gewesen. So, den gucken wir sehr genau auf die Finger, dieser Combo. Wenn man weitergeht, Teil 2, das geht noch weiter an der Stelle bis 2018, Regierungsziel in Südamerika. Wir haben die EU-Agentur dabei gehabt, US-Mittelfristwahl im Endeffekt drin gewesen, OSZE, Helsinki im Endeffekt. So, das ist im Endeffekt so ein Fingerabdruck, ein Track-Record von so einer Angriffstruppe. Also es ist nicht so, dass wir uns einfach da geschlagen geben und sagen, ey, wir gucken da bloß zu, was die Jungs machen. Wir wissen genau, was sie tun, nur nochmal, wir dürfen nicht zurückschlagen. Gibt es übrigens in Deutschland auch eine gute Diskussion mittlerweile zum Thema, darf man unter bestimmten Aspekten, wenn so eine Gefahr im Verzug ist, so eine Strike-Back-Thematik nicht doch tun. Die Bundeswehr ist die einzige Organisation, die es tun darf. Wenn in einem Verteidigungsfall das Land angegriffen wird mit Cyberattacken, dann darf sie im Endeffekt cybertechnisch zurückschlagen. Wir arbeiten sehr eng auch mit dem Cyberkommando der Bundeswehr zusammen. Das zeige ich dann gleich zum Abschluss nochmal, sodass wir quasi im Endeffekt hier durchaus wissen, wie das geht. Weil wir könnten nie wissen, wie wir uns verteidigen, wenn wir nicht wüssten, wie die Angreifer eigentlich funktionieren. Also haben wir auch selbst eigene Penetration-Test-Teams, eigene Red-Teamings, die quasi die besten Hacker der Welt beinhalten. Aber das sind sogenannte White-Hat-Hacker. Die haben einen Ehrenkodex bei mir unterschrieben, weil die im Endeffekt nur für uns arbeiten und im Prinzip eigentlich verstehen, wie eigentlich im Prinzip diese Angriffswelt da draußen funktioniert. Aber denen musst du auch mal das Einmischen geben und die müssen auch mal mit den Hackern im Sandkasten spielen dürfen. Weil nur so verstehen die eigentlich, wie da draußen im Endeffekt dieses Angriffsgebilde eigentlich funktioniert. So, das kann man im Prinzip hier noch mit den Tools noch weiter verlängern, will ich aber nicht in die technischen Details reingehen. Sie bekommen ja die Präsentation noch alle, sodass Sie quasi da auch ein bisschen was an Informationen dazu haben. Vielleicht kurze Zusammenfassung zur Angriffssituation und dann zeige ich auch gerne noch die Auflösung des Ganzen, wie wir uns dagegen schützen und wie wir das heute im Endeffekt auch im Prinzip unter Kontrolle bekommen. Diese Hacks werden immer komplexer und übrigens ist es auch mittlerweile schon so, dass Sie selbst keine Ahnung haben müssen. Wenn Sie Ihren Nachbarn, der möglicherweise ein Unternehmen hat, angreifen wollen, weil der Ihnen als Nachbar irgendwie nicht mehr gut gegolten ist, dann können Sie heute ins Darknet gehen und können so eine Cyberattacke mieten, kaufen. Rent as Service, Hack as a Service, gibt's schon. Zahlen Sie ein paar Bitcoins, sind ganz anonym, nicht zurückverfolgbar und können sagen, hier, ich nehme Sie jetzt einfach als Stellvertreter und sage, ich will das Unternehmen von dem jungen Herrn hier vorne an der Stelle kompromittieren. Sie wird nie rausfinden, dass ich das gewesen bin. Sie sind aber trotzdem erstmal beschäftigt, weil Ihr Unternehmen geht irgendwie bankrott, weil Sie haben x Tage einen Produktionsausfall, Ihre Kundendaten verschwinden etc. Kann ich mir heute im Internet, im Darknet kaufen? Irre. Cyberkriminalität vom Allerfeinsten. Die anderen Punkte haben wir, glaube ich, alle schon soweit gehabt. Was wir auch mittlerweile sehen, ist, dass das Thema künstliche Intelligenz fängt an, im Prinzip auch im Einsatz bei den Angreifern. Wir nutzen es natürlich auch auf der Verteidigungsseite. Da bin ich immer noch ganz zufrieden und glücklich, dass ich noch bei einem Telekommunikationskonzern arbeite. Weil stellen Sie sich mal vor, wenn sich künstliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz aufschaukelt, da habe ich in der Mitte immer noch den Stecker, den ich ziehen kann. Da geht nämlich nichts mehr zwischen künstlicher Intelligenz. Das vielleicht noch so als kleine Reminiszenz dazu.
Was müssen Sie jetzt mitnehmen aus dem ersten großen Teil zum Thema Cyberattacken wachsen exponentiell? Das größte Asset im Bereich Cyber Security ist nicht das Thema Technologie. Also werden erzählt, ich brauche da viel Technik und so weiter, die brauchen Sie. Aber das größte Asset ist nicht die Technik selbst. Das größte Asset ist am Ende des Tages das Wissen über all diese ganzen Angriffsvektoren und wie man diese Angriffsvektoren beherrschen kann und wie man sie richtig konfigurativ in den Griff bekommt. Das ist das größte Asset in dem ganzen Bereich. So, jetzt das Witzige, wenn wir das jetzt haben, ist ja schön, wenn wir es haben, was machen wir denn da mit einer gesellschaftlichen Verantwortung? Weil wir reden ja über Ethik und Verantwortung. Und deswegen kommt die zweite Botschaft, dieses Wissen muss geteilt werden. Ich habe es in einem Beispiel von uns bei der Krankenkasse gezeigt. Ich zeige jetzt gleich noch ein zweites Beispiel, wie wir das im Prinzip viel, viel mehr systematisieren. Wir müssen dieses Wissen teilen. Und dafür stehen wir auch. Weil es ist im Endeffekt völlig klar, dass da draußen eigentlich eine Armee existiert schon. Eine Armee der Angreifer. Aber wo ist denn die Line of One der Verteidiger, die mit denselben Tools, mit demselben Wissen sich im Endeffekt alle gleichzeitig schützen? Wenn es einer alleine macht, das funktioniert überhaupt nicht. Die Kette reißt beim dünnsten Glied. Deswegen, klare Botschaft, niemand kann es alleine. Wir brauchen wirklich eine Armee der Guten in Europa, nicht bloß in Deutschland. Und dafür wollen wir hier am Standort Bonn wirklich ein Vorreiter sein. Für die, die ein bisschen technisch versiert sind, sondern für so ein kleines bisschen, ein kleiner Exkurs. Bei Cybersecurity reden wir lange nicht bloß über dieses Thema hier Netzwerksecurity. Das geht um das Thema Endpoint Security, also all diese ganzen Maschinen hier, PCs, Smartphones, alles mit entsprechend zu betrachten, das ganze Thema Datensicherheit, das ganze Thema Applikationssicherheit, das gesamte Thema Cloud Security, ganz wesentliches Thema, weil ich muss mich ganz anders schützen, wenn meine Daten in der Cloud liegen. Industrieanlagensicherheit, Identity. Und all das Ganze, das werden wir gleich sehen, diese ganzen Säulen, die jetzt hier da sind, das muss ich als Unternehmer so alles aufbauen und beherrschen, läuft hier alles in diesen operationalen Layer rein, das Thema Operational Security, Security Incident and Event Management, Cyber Defense. Und was wir da machen, das möchte ich gerne im Endeffekt dann gleich noch ein bisschen detaillierter zeigen. Um so ein kleines Gefühl zu geben, wie man kritische Infrastrukturen schützen muss, muss man das alles aus diesen großen 6 Kategorien installieren. Ich mache mit Ihnen jetzt bestimmt keinen Technikdurchlauf, aber kriegen Sie ein kleines Gefühl, was man da alles braucht. Das ist eine High Sophistication par excellence. Und wir haben ein Problem, dass wir in Deutschland viel zu wenig Leute haben, die diese Technik, diese Komplexität überhaupt beherrschen können. Wir bilden die mittlerweile schon aus, da sind wir auch im Cluster jetzt mittlerweile ja gute Vorreiter, gemeinsam mit der Uni Bonn im Prinzip. Ihr habt ja auch schon Anfänge für das Thema Cybersecurity-Studiengänge. Wir brauchen viel, viel mehr Experten, direkt auch wirklich aus den Hörsälen heraus, die Cybersecurity-Experten sind. Heute kriegen wir IT-Experten, aber sorry, die haben bei Cybersecurity mal Staub gewischt. Aber richtige Experten, da braucht es noch 3 Jahre, bevor die dann teilweise manchmal wirklich im Endeffekt heute noch in dieses Thema mit reinkommen. Aber wir müssen diesen Bedarf im Endeffekt decken, anders werden wir das nicht hinkriegen. Bis hin, dass man sogar auch das ganze Thema Mobile Encryption, das gesamte Sprachkommunikation mit reinpacken kann. Oder ein anderes schönes Thema, das ich nur ganz liebevoll bringe, Drohnen-Security. Warum soll ich ein Rechenzentrum nur im Prinzip über Leitung absichern, über das ganze Thema Zugangskontrolle absichern? Wenn ich Hacker wäre, würde ich doch gar nicht an der Stelle im Endeffekt versuchen, das Rechenzentrum über die Leitung zu hacken. Ich würde was anderes machen. Ich nehme eine kleine Drohne, hänge eine Bombe drunter, fliege aufs Dach des Rechenzentrums, lege die Bombe da ab und tschüss. Glauben Sie, dass irgendeines der Rechenzentren in den meisten Fällen im Endeffekt gegen so eine Attacke vom Dach aus im Endeffekt geschützt ist? Es macht kurz Bumm und dann fahren Sie durch die ganzen Etagen durch. Dreifach Zünder haben Sie, wenn Sie 3 Etagen haben, 3 Explosionen, sind Sie im Kellergeschoss angekommen. Alles kaputt. Das ist auch Cybersecurity. Oder noch viel schlimmer. Nehmen Sie mal nur das Beispiel, da kenne ich die Zahlen, das Stadion von Bayern München, die Allianz Arena, passen 77.000 Gäste rein. Fliegen Sie mit einer Drohne in die Mitte von diesem Stadion rein und Sie haben unten dran nur einen Beutel, wenn es nur Puddingpulver ist. Weißes Puddingpulver und Sie verstreuen das. Stellen Sie sich vor, wenn 77.000 Menschen in Panik geraten und dieses Stadion vor allen Dingen fluchtartig verlassen, weil sie denken, das ist vielleicht eine radioaktive oder chemische Substanz, oder biochemische Substanz, die das quasi alles verseuchen könnte. Brauchen Sie gar keine Attacke in dem Sinne, die trampeln Sie selber tot. Das ist alles Cybersecurity. Schönes Beispiel, wie wir das jetzt unter Kontrolle kriegen. Viele haben in Technik investiert, Prävention. Sie müssen heute eins mitnehmen. Egal wie viel Technik Sie aufbauen, egal wie viel Wissen Sie haben, Sie müssen trotzdem einen neuen Ansatz fahren. Sie müssen davon ausgehen, dass der Angreifer schon in Ihrem Netzwerk drin ist. Auf Ihrem PC zu Hause, auf Ihrem Fernseher. Das nennt man Detektion, also man muss das erkennen und muss natürlich dann dagegen agieren können. Mit dem Thema Response.
Und das ist genau das, was wir im Endeffekt hier propagieren. Und um das im Prinzip möglich zu machen, dass man wirklich diesen Ansatz von Zero Trust übersetzt, also wirklich sagt, ich traue niemanden, ich kann auch niemanden trauen. Ich darf dem Hartmut nicht trauen, er darf mir nicht trauen beim Thema Cybersecurity. Unter Cybersecurity-Aspekten ist das die harte Regel. Du musst alles in Frage stellen. Gibt es eine Anomalie, ein Muster, was ich noch nie gesehen habe? Kann das ein Angriff sein? Kann, muss aber nicht. Kann ja sein, dass ich vielleicht heute früh schlecht aufgestanden bin um 4 und habe irgendwie hier so rum in der Tastatur meine Passwörter eingegeben. Aber es würde erstmal als eine Anomalie betrachtet, als ein Indicator of Compromise. Also muss ich antizipieren, dass die Angreifer bereits im Netzwerk drin sind. Wie mache ich denn das? Dafür brauche ich so ein Center, wo quasi in Realtime alle Arten von Angriffsmustern erkannt werden, die ich noch nicht sehe, rausgefischt werden und dann im Endeffekt bewertet und analysiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Das ist genau die Geschichte. Wir machen das. Alleine von unseren 1600 Kollegen sind, also vielleicht unsere Erklärung, sind von den 1600 Kollegen der Telekom Security sind 500 Kollegen für die Telekom zuständig. Die anderen 1100 machen alle anderen Kunden am externen Markt. Und von diesen 1600 Kollegen sind 240 Kollegen, die entsprechend nur dieses Thema Monitoring in einem solchen Cyber Defense und Security Operations Center machen, um diese Art von Anomalien in Realtime zu erkennen. Das ist genau die Geschichte, die hier hinten dran steckt. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja, wie geht denn das, wie funktioniert denn das, wie sieht denn sowas aus? Und dazu habe ich Ihnen einen kleinen Film mitgebracht. Ich hoffe, dass das jetzt mit Ton funktioniert. Wir üben das jetzt und es klappt. Genau, auf geht's. Cyberattacken, sie sind leider real und nehmen an Häufigkeit und Wucht ständig zu. Um diese Angriffe noch besser für sich selbst und ihre Kunden managen zu können, betreibt die Deutsche Telekom in Bonn eines der größten und modernsten Abwehrzentren Europas. Die Cybersecurity-Spezialisten der Telekom Security analysieren und verarbeiten mehr als 2,5 Milliarden sicherheitsrelevante Daten aus 3000 Datenquellen täglich. Und das nahezu vollautomatisiert. Das ist auch notwendig. Denn innerhalb eines Arbeitstages verzeichnet die Telekom im Durchschnitt 31 Millionen Angriffe auf ihre Infrastruktur weltweit. Mit der Eröffnung von Europas größtem integrierten Cyber Defense und Security Operations Center setzt Telekom Security neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit. Dabei kommen für die gemanagten Kundenlösungen die gleichen hochprofessionellen Tools zum Einsatz, mit denen sich die Telekom selbst schützt. Alles mit einer klaren Zielsetzung: Zero Impact. Das heißt, niemand soll irgendwelche Auswirkungen der Cyberattacken spüren. Über 200 Cybersecurity Professionals überwachen im 24-Stunden-Betrieb die Systeme der Telekom und ihrer Kunden. Sie erkennen Cyberangriffe, analysieren Angriffswerkzeuge und wehren Angriffe ab. Security at its best. Dabei steuert das Telekom Security Headquarter in Bonn auch die Arbeit der anderen Security Operations Center, die in ganz Europa und bis nach Südafrika verteilt sind. Das wichtigste Asset ist dabei das Wissen über die Angriffsvektoren und wie man diese effizient bekämpfen kann. Für jeden Groß- und Mittelstandskunden, der hier betreut wird, gibt es individuelle sogenannte Runbooks, die klar regeln, was beim Auftreten von Angriffsindikatoren zu tun ist. Und das rund um die Uhr. Mit vielen Partnern will die Telekom Security künftig die Armee der Guten bilden und Hacker in ihre Schranken weisen. Und das Beste daran? Mit jedem neuen Kunden wird diese Armee der Guten größer und man kann die Angreifer besser aufhalten. Sollte bei einem Kunden ein Angriff detektiert werden, so wird sofort das Cyber Defense Center aktiviert und es werden Schutzmaßnahmen veranlasst. Nicht nur beim betroffenen Kunden selbst, sondern auch prophylaktisch bei allen anderen Kunden. Großkunden, der Mittelstand, Privatkunden. Telekom Security bietet heute einen weitreichenden Schutz, von dem alle profitieren. Damit wird aus dem Life is for Sharing auch ein Security is for Sharing. Cyber Defense und IT Security. Mit dem integrierten Cyber Defense und Security Operations Center in Bonn unterstreicht die Telekom einmal mehr: Die Sicherheit im Netz ist Magenta. Dann sehen wir so einen kleinen Eindruck, wie das bei uns ausschaut. Das ist im Endeffekt genau in Bonn, in der Reuterstraße. Von außen sieht man das kaum, ist auch gut so. Und wir haben so viele Gäste international aus Amerika, aus Asien, die sich das alle angucken wollen, die sagen, es ist nicht bloß wie hier im Film gezeigt, so futuristisch, ist auch wirklich in Wirklichkeit so futuristisch. Brauchen wir aber, um im Endeffekt diese Vielzahl von Attacken im Endeffekt wirklich in den Griff zu bekommen. Warum ist das jetzt im Endeffekt das größte Sender seiner Art? Weil wir waren mutig genug als Telekom, uns selbst mit 200 Millionen Kunden, 15 deutsche DAX-Unternehmen mit 800 Millionen Kunden und noch weitere große 55 Mittelständler auf eine und dieselbe Plattform zu setzen. Das würde das jeder anders machen, würde jeder für sich selber bauen. Und wir haben gesagt, wir wollen wir bewusst nicht machen. Wenn wir Wissen teilen wollen, brauchen wir einen Mechanismus, wie wir das hinkriegen.
Und das haben wir gebaut. Die ganzen DAX-Unternehmen, die wollen sich alle nicht nennen lassen. Eine darf ich Ihnen nennen, die Firma Linde kennen die meisten wahrscheinlich, Technische Gase. Die gesamte Operation von Linde weltweit zum Thema Cybersecurity, auch in den USA, wird hier aus Bonn herausgesteuert. Wie geht das natürlich technisch? Natürlich zwischen den einzelnen Mandanten komplette Datentrennung. Das geht also keine Kundendaten von links nach rechts, das ist logisch. Was wir aber sehr wohl teilen, ist das Wissen. Beispiel, wenn dieses Unternehmen, ich gehe nochmal hier nach vorne, wenn dieses Unternehmen Nummer 2 hier angegriffen würde, dann aktivieren wir für dieses Unternehmen 2 die Gegenmaßnahmen, weil das angegriffen wird. Aber nicht nur für das Unternehmen 2, das ist jetzt der Gag dabei, sondern vollautomatisiert dieselben Arten von Angriffs- und Schutzmaßnahmen auch für das Unternehmen 1, für die Telekom, für alle anderen. Jetzt verstehen Sie, was wir gebaut haben. Ein selbstlernendes System. Mit jedem neuen Kunden, der hier hinten dazukommt, werden die, die hier vorne da sind, automatisch besser geschützt, ohne dass sie irgendwas mehr machen müssen, mehr bezahlen müssen, weil die einfach davon profitieren, weil die Angriffsoberfläche größer wird und dadurch im Prinzip einer gehackt wird, alle anderen besser geschützt werden, obwohl du selber noch gar nicht angegriffen worden bist. Das geht aber eben nur, wenn du diese Armee der Guten baust. Und das ist genau der Mechanismus, den wir entsprechend kreiert haben. Sind wir auch stolz drauf. Und das bringen wir ein, das zeige ich dann gleich noch im Prinzip auch in unsere gemeinsame Arbeit hier in das Thema im Cybersecurity Cluster in Bonn. Und das machen wir nicht nur in Bonn, weil diese 240 Leute sind auf den ganzen Globus verteilt. Following the sun. Übrigens, wir haben Bonnekreis so gut in Europa überstanden, weil wir als Telekom 6 Stunden vorher die Frühwarnung hatten aus den USA. Bei uns war es abends schon 8, war bei denen im Endeffekt noch 6 Stunden eher am frühen Nachmittag. Und in den USA ist das zuerst aufgetreten. Da haben wir uns gefragt, was passiert denn da eigentlich? Bei uns waren alle schon auf nach Hause gehen, es war ein Freitagabend. Der letzte Klick am Freitagabend hätte gereicht, bei uns in Deutschland das ganze Firmennetzwerk kaputt zu machen. Wir haben in den USA die ersten Anzeichen gesehen, haben in Deutschland die Schotten zugemacht. Diese Ports gesperrt, die davon betroffen gewesen sind und konnten deswegen in Deutschland Größeres verhindern. Deswegen sind die meisten Schäden zu WannaCry außerhalb von Deutschland gewesen. Das gleiche jetzt auch, deswegen brauchten wir auch Asien. Wir haben jetzt seit dem 12. Dezember auch Singapur in Betrieb. Das heißt, wir haben auch ein eigenes Center, was wir da entsprechend auch in Asien haben. Das heißt, wir haben jetzt auch den Vorteil, dass mal in Asien schon was eher gesehen wird. Deswegen following the sun in mehreren Aspekten, nicht nur in Produktion, sondern eben auch im Sinne von Detektion. Ein paar technische Dinge noch zum Schluss, ich will dann auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, es ist spannend, aber ich sehe, dass keiner einschläft an der Stelle. Von der Seite aus habe ich ein paar Dinge auch mitgebracht. Ich habe vorhin von diesen DNS-Auflösungen gesprochen, dass wir jeden Tag 6 Milliarden von diesen Requests machen. Das heißt, wir sehen also auch die 200.000 neuen Einträge, die jeden Tag jemand bei mir nachfragt. Wenn jetzt zum Beispiel Hartmut Ihnen sagt, okay, er will eine neue Domain haben, dann richten wir die ein, völlig fair. Wenn aber wir im Prinzip hier feststellen, dass zum Beispiel jemand von uns diese Einrichtung einer solchen Domain möchte, dann muss ich sich ernsthaft fragen, ob die von Menschen für Menschen gebaut worden ist. Die Antwort ist nein. Das ist ein Botnet, also ein Roboternetz, hat das automatisiert für ein anderes Botnetz schon wieder gebaut. Das heißt, selbstlernende Intelligenz, künstliche Intelligenz, bauen die sich eigene Netze auf. Und wir sind so schlau und fischen das über diesen Entropietest im Endeffekt raus, bevor wir die aktivieren und blockieren die, bevor wir die überhaupt scharf schalten. Und so kriegen wir die Jungs in die Schranken gewiesen. Sonst sind die in einem massenhaften, wirklich automatischen Anmeldeprozess drin, den können sie gar nicht stoppen. Eine Thematik, die wir machen. Eine zweite Thematik. Wir testen im Prinzip all diese Domains auch im Prinzip auf sogenannte Typo-Squatting-Effekte. Das nennt man Fraudulent Domain Monitoring, wo man quasi zum Beispiel, hier nehmen wir das Beispiel Telekom, das ist zum Beispiel, müsste ein L sein, das ist aber ein großes I. Wenn Sie das in der richtigen Schriftart im Prinzip in eine Mail reinpacken, schön kursiv geschrieben, schön klein, erkennt keiner, dass das im Prinzip kein L ist. Das testen wir vorher und suchen nach allen möglichen Namensvarianten von unseren Kunden. Ich darf das nicht Ihnen bloß zeigen von der Telekom, aber das machen wir natürlich mit all unseren Kunden und versuchen herauszufinden, welche Analogien gibt es links oder rechts von diesen ganzen Domains, die man im Endeffekt schon von vornherein erkennen kann, weil die baut kein Mensch für den normalen Betrieb, die sind zum Hacken gedacht. Wenn man dann im Prinzip nochmal feststellt, wer die eigentlich dann im Prinzip teilweise durchführt, wir sehen das gesehen in der Automobilindustrie, man sieht im Endeffekt, wie die Dinger eingerichtet werden und die werden dann genau von Firmen eingerichtet, deren Tochterfirmen, der Tochterfirmen, der Tochterfirmen, gehen wir natürlich auch zurück, gehören genau der Konkurrenz der größten Automobilfirma. Wo man sagt, okay, das ist aber dann nicht mehr bloß Cyberkriminalität, das ist dann auch noch Wirtschaftsspionage und Wirtschaftsschädigung. All das Ganze ist Teil von Cybersecurity. Oder das Thema, ist mein Account denn eigentlich schon gepreached? Meine Credentials, also mein Login und mein Passwort, ist das eigentlich schon im Internet irgendwie offen, schon von jemandem gehackt worden? Kommen dann viele und sagen, ja, da gibt es ja eine Menge Tools, hast du Plattner-Institut, 9 Millionen gehackte Accounts, kann man sich eingeben, ist übrigens ein gutes Tool, will ich nicht in Abrede stellen. Kleine Problem ist bloß, dass die Kollegen nur die 9 Millionen aus dem Internet kennen.
Wir haben 29 Millionen, die im Endeffekt an der Stelle bei uns bekannt sind, wo wir suchen nämlich im Darknet zusätzlich, da haben wir nochmal 20 Millionen, aber die stellen wir nicht öffentlich, weil das ist im Endeffekt etwas, wo wir im Prinzip natürlich auch wirklich unseren Kunden helfen, genau diese Information, wenn da einer auftaucht, dann muss ich sofort sagen, Achtung, du hast einen Alert, gibt es auch einen Service sogar für Privatkunden, wo er dann entsprechend informiert wird, Achtung, deine Daten sind im Internet wie auch immer aufgetaucht und dann solltest du ganz schnell diese ganzen Daten logischerweise löschen und dir neue Zugangsdaten für alle möglichen Programme entsprechend einrichten. Übrigens weiß auch jeder, kennt jeder die Vorgabe, nicht nur ein Passwort für alle Applikationen, sondern mehrere, immer schön groß, klein, große Buchstaben, kleine Buchstaben, Sonderzeichen, Ziffern mit einbauen, kennt jeder, schön häufig öfters wechseln, kennt auch jeder und bitte schön nicht im Prinzip zu Hause ausgedruckt neben dem PC die Passwortliste legen oder noch den Sticker oben dran. Wir lachen alle, aber es findet immer noch statt. Gehen Sie selbst mal bei uns durch die Telekom-Büros, wie oft finden wir das? Da ist im Endeffekt irgendeiner in die Pause gegangen, hat seinen Rechner nicht gesperrt. Dann erlaube ich mir schon manchmal auf den Rechner was Schönes draufzuschreiben, was dann nicht gehackt ist, aber wo der dann zurückkommt, dass man einen Schock kriegt. Oder da kleben noch die Passwörter drauf. Cybersecurity fängt beim Menschen an. Wir machen viele Analysen, wir gucken sogar in schwarze Löcher, wo wir können unbeschaltete IP-Adressen analysieren. Also eine ganze Menge Technik, will ich gar nicht ins Einzelne drauf reingehen. Wichtig ist am Ende des Tages, wenn wir wirklich eine sichere digitale Zukunft wollen, dann brauchen wir ein paar Grundspielregeln. Ein paar Grundspielregeln, mit denen wir die gesamte Gesellschaft ausstatten, von Technologie, technologischen Randbedingungen, Rahmenbedingungen, die habe ich hier mal aufgeschrieben, damit wir wirklich im Endeffekt in der Lage sind, im Prinzip diese gesamte Gesellschaft auch wirklich gegen Cyberattacken zu immunisieren. Will ich jetzt gar nicht in die Technik ins Einzelne reinschauen, aber wir haben da wirklich einen Plan, wir wissen, wie das aussieht, die Techniker wissen auch, wie sie das installieren müssen, nur es dauert einfach noch zu lange, jeder kennt die Bedrohung und das Schlimme ist, in Deutschland fangen die meisten Unternehmen alle erst an zu agieren, auch die Privatnutzer, wenn sie einmal betroffen gewesen sind. Leider erst im Endeffekt dann. Und dann spielt Geld witzigerweise keine Rolle mehr. Vorher ist es ja nur ein Risiko. Also, keiner kann es alleine, wir brauchen quasi die Armee da gut, wir müssen es gemeinsam im Endeffekt vorantreiben. Deswegen dieses Thema Real-Time-Response, wie ich es als Beispiel gerade gezeigt habe, das geht natürlich nur, wenn man alle miteinander zusammenschaltet, alle miteinander verbündet. Und zwar nicht nur in der aktuellen Welt, sondern auch im Prinzip das Thema ständiges Weiterlernen. Deswegen gute Zusammenarbeit zwischen dem Thema öffentlicher Bereich, privater Bereich, das ganze Thema Wissenschaft, das alles zusammenzubringen, das ist ein Riesenanliegen. Deswegen haben wir auch im Endeffekt dieses Cybersecurity-Cluster hier gegründet. Dazu dann zum Abschluss noch zwei, drei kleine Informationen. Ich möchte hier im Endeffekt eigentlich meinen Appell aus diesem Vortrag heraus schließen mit einer klaren Botschaft. Wir brauchen diese Immunisierung der Gesellschaft gegen Cyberattacken. Und zwar wirklich unter verschiedensten Dimensionen. Bis hin auch, wenn wir mal von hinten anfangen, dass wir quasi dieses internationale Recht auch im Internet gelten muss. Dass man wirklich diese ganzen Straftaten im Prinzip genauso hart verfolgt, wie im Prinzip, wenn jemand irgendwie einen Mord begangen hat oder was auch immer. Klingt heute total einfach, ist aber noch nicht der Fall. Und wir müssen vorne angefangen auf der Seite Security by Design verstehen. Das heißt, wir können nicht erst hinten die Auswirkungen korrigieren, wenn wir vorne schon die Fehler alle gemacht haben beim Produktdesign. Übrigens, wenn jemand von Ihnen, auch nur ein Appell von meiner Seite aus, weiterhin versucht, günstige Smartphones bei einem Discounter zu kaufen, wo das Smartphone zum Zeitpunkt, wo Sie es kaufen, schon so outdated ist von seinem Betriebssystem, dass Sie nie mehr ein Update aufspielen können, nie mehr einen Cyber-Security-Schutz bekommen können, da muss ich auch fragen, ob manchmal im Endeffekt solche Geräte überhaupt noch in den Umlauf gebracht werden dürfen, dass man diese Dinge nicht im Prinzip einfach unterbindet. Haben wir leider heute noch, aber Geiz ist geil und viele wollen halt einfach nur billig. Dann sind die Dinger aber alle im Endeffekt schon kompromittiert, wenn sie sie kaufen. Und sie kriegen die nie komplett gesichert. Das ist im Prinzip eine Logik, mit der wir entsprechend umgehen müssen. Wir brauchen das europaweit, nicht nur in Deutschland. Deswegen müssen wir uns also auch für diesen europaweiten Ansatz entsprechend eben auch gemeinsam stark machen. So, und wenn wir das richtig machen, dann haben wir hoffentlich eine Situation, in der wir entsprechend diese Armee der Guten gestalten können. Und ich kann hier einfach nochmal appellieren an alle, egal ob Privatnutzer, Unternehmen, ob wissenschaftliche Einrichtungen, Behörde, Politik. Wenn man diese Armee der Guten im Endeffekt haben möchte, dann gibt es bloß eins, wenn man davon profitieren will, dann muss man halt mitmachen. Das ist die einfache Logik dabei. Und mitmachen deshalb, damit das, was ich jetzt gleich zeige, nicht passiert. Denn ich habe ja gesagt, einer klickt immer. Und wie das aussieht im Unternehmen, wenn einer, oder in dem Fall werden Sie gleich sehen, eine klickt, dann hoffe ich, dass Sie alles, was Sie heute Abend gehört haben, richtig verarbeiten und im Prinzip nicht auf irgendwas klicken und sich vorher dreimal überlegen, was mache ich denn hier eigentlich gerade, weil sonst könnte nämlich genau das passieren. Nee, falsch. Aber hier, geiles Mützenangebot. Warte mal. Hä? Wieso flackert denn das jetzt so? Ah. Hier. Ciao.
Ja, natürlich. Ich hab's doch gesagt, man wird sie auch verarschen. Was ist los hier? Also, warum denn? Man weiß nicht, Alter. Also, klicken Sie nicht auf irgendwas, könnte es höher ausgehen, aber an der Stelle ein Klick und die ganze Firma ist verseucht. Mal ein bisschen lustig, das gehört auch mit dazu, damit wir das Ganze in die richtige Verpackung im Endeffekt dazu reinbekommen. Zum Schluss noch zwei kleine Sätze im Sinne von, wie übersetzen wir das von der Firma in Richtung Cluster. Wir haben uns entschieden, im Endeffekt das alles im Prinzip zusammenzubringen und ich bin gleichzeitig, ich habe gesagt, ich habe eine zweite Rolle heute hier, auch als Vorstandsvorsitzender von diesem Cluster im Endeffekt mit dabei. Und wir haben hier im Endeffekt in Bonn dieses Cluster gegründet, mit dem wir schon mittlerweile schon fast 100 Teilnehmer haben, Mitglieder haben, die quasi alle gemeinsam im Prinzip für diese Sache einstehen. Große Industrieunternehmen, kleine Mittelständler sind im Endeffekt Unternehmen, Behörden dabei, sind entsprechende Vertreter aus Wissenschaft, Politik dabei, sieht man alles hier, das haben wir im Prinzip gemeinsam gegründet und mit diesem Cluster sind wir wirklich am Start, das ist der Vorstand dazu, mit dem wir aus allen möglichen Aspekten hier unterwegs sind, speziell auch für die Hochschule Rhein-Sieg ist ja der Professor Thorsten Bonne im Endeffekt mit dabei, der quasi auch euch jetzt vertritt an der Stelle und da bringen wir das eben alles zusammen. Weil es hilft ja nicht bloß in der Industrie und bei den großen Unternehmen das zu machen, das müssen wir bis rein auch in die mittelständischen Unternehmen entsprechend auch transportieren, diese Transferleistung in die Wirtschaft entsprechend auch wirklich hinzubekommen. Das Schöne ist, wir werden auch unterstützt, wir haben im Beirat das Cyber-Commander der Bundeswehr, hier vertreten durch den Generalmajor Jürgen Setzer, wir haben im Endeffekt die Polizeipräsidentin von Bonn dabei und wir haben den stellvertretenden Chef vom BSI dabei, den Dr. Gerhard Schabüser. Wir werden am Ende des Tages immer weiter wachsen, da sind wir im Prinzip auch entsprechend gemeinsam gerade unterwegs. Viele Zielsetzungen, mehr für das Thema Awareness tun, mehr für das Thema Forschung, Ausbildung, Lehre tun. Wir haben aber auch eins gemacht, wir haben zum Beispiel an der Stelle einen Waisenrat gegründet. Die Wirtschaftsweisen kennt, glaube ich, jeder. Aber wo sind denn eigentlich die Cyberweisen in Deutschland? Und die haben wir geschaffen, wir in Deutschland, hier in Bonn und haben im Endeffekt ein Gremium geschaffen aus 6 hochrangigen Professoren, die im Endeffekt die Besten der Besten sind und witzigerweise, das ist auch das Gute, sind sogar 3 Frauen dabei, also es ist keine Quote, nicht, dass die Frauen hier denken, wir haben da so eine Quotenregelung gemacht, sondern im Bereich Cybersecurity gibt es sehr, sehr viele Frauen, die da entsprechend unterwegs sind und die sind nicht nur aus Bonn, sondern sie sind aus ganz Deutschland, aus allen möglichen Bereichen zum Thema Cybersecurity und mit denen werden wir den ersten Cybersecurity-Report der Bundesregierung am 11. März übergeben, wenn wir unser nächstes Cybersecurity Tech Summit hier im WCCB in Bonn haben. Also für den einen oder anderen, der da noch mehr Interesse hat, noch mehr internationale Technik, noch mehr auch politische Botschaften hören will, wir haben die Bundeskanzlerin eingeladen. 11. März mal notieren, 9.30 Uhr, WCCB Bonn ist eine kostenlose Veranstaltung, man muss sich nur registrieren. Die entsprechenden Links, wer mir folgt auf LinkedIn, werden dann entsprechend in den nächsten Tagen kommen. Das vielleicht als ein kleines Thema dazu, weil wir haben im Prinzip eine klare Botschaft, wir wollen im Endeffekt in dieser ganzen Konstellation im Prinzip Bonn wirklich zu einem Zentrum für das Thema Cybersecurity machen. Wie das ausschaut, das noch zum Abschluss, dann bin ich auch wirklich komplett fertig durch und Sie wahrscheinlich auch, weil das viel Information gewesen ist, aber ich glaube, das hilft nochmal so ein bisschen als Vision zu verstehen, worum wir das Ganze im Endeffekt nicht nur technisch betrachten, sondern wirklich als auch eine gesellschaftliche Aufgabe, weil es ging ja heute um das Thema Ethik und Verantwortung und deswegen ist, glaube ich, diese Klammer zum Abschluss gut. Und das, was Sie jetzt gleich sehen, ist die Zielsetzung für unser Thema Cybersecurity hier am Standort Bonn. In naher Zukunft entspringen die sichersten Datenströme Europas am Rhein. Willkommen in der Cyber Security City Bonn, wo alles geht im Dauerlauf, innovativ, intuitiv, superlativ. Mit einem Swipe, mit einem Klick, aber vor allem mit Sicherheit. Denn die eigentliche Revolution ist mehr als nur digital. Sie ist emotional. Jenseits von Megabytes gibt sie den Menschen ein Giga-Gefühl. Das beruhigende Gefühl, bei allen virtuellen Vorgängen ganz selbstverständlich sicher zu sein. Secure Digital Payment. Sensible Datentransfers. Verified Identities. Sicherer als jemals zuvor.
Denn hier kooperieren die besten Cybersecurity-Spezialisten des Landes. Forschungseinrichtungen und Institute entwickeln gemeinsam immer bessere Schutzsysteme. In der eigenen Academy wird das Know-how ständig erweitert und gleichzeitig weitergegeben. Ideal für High-Potential-Mitarbeiter und Start-ups. Das Digitalisierungsprojekt Smart City Bonn legte den Grundstein. Entstanden ist ein innovativer IT-Security-Standort, an dem Wirtschaft, Politik und Forschung ihre einzigartigen Kompetenzen optimal vereinen. Im Cyber Security Cluster Bonn. Come to the heart of Cyber Security in Europe. Ich hoffe, Sie spüren den Herzschlag. Das ist genau das mit der Passion und mit der Leidenschaft, mit der wir das im Prinzip Ihnen hoffentlich auch heute Abend hier rübergebracht haben, ich Ihnen rübergebracht habe. Denn wir wollen Bonn wirklich zum Davos für Cybersecurity machen. Weil Davos für die Economy Leader kennt jeder. Aber wo ist denn das Davos für die Cybersecurity Leader? Das ist genau die Passion, die Leidenschaft, wo wir es mit Herzschlag im Endeffekt sehen wollen. Das ist im Endeffekt die Botschaft, mit der wir angetreten sind. So, damit bin ich aber jetzt komplett durch. Ich habe hoffentlich von Technik über das Thema Herausforderung, die wir da haben, auch von der gesellschaftlichen Seite aus, diesen Bogen gut genug gespannt zum Thema Ethik und Verantwortung, wie wir dem dann auch Herr werden. Und bin jetzt gerne noch bereit, weitere Fragen zu beantworten. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Applaus